Wo ist die hin? Big Brother Awards. Sie hören den Bierdorfer Podcast 179. Wir schreiben den 27.10.2014. Wir befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ich bin der Horst. Der Gregor. Ich bin der Jörg. Genau. Der, was uns freundlich unterstützt. Genau, mit freundlicher Unterstützung von mir selbst. Sehr gut. Okay, ich fange an mit einer Entschuldigung, dass der letzte Podcast sehr, sehr spät veröffentlicht wurde, nämlich gestern. Ja, tut mir leid, ich hatte viel um die Ohren. Arbeit. Er war dank dem Gregor nämlich schon sehr viel früher online. Genau. Ab Dienstag, glaube ich schon, ja. Und die Shownotes sind jetzt, wir haben schon Montag, immer noch nicht fertig. Ich habe nur eine Viertelstunde Shownotes geschafft. Ich hoffe, es bessert sich wieder. Das ist vielleicht sogar ein kleines Insiderwissen, oder? Dass wir einen zweiten Feed haben, der für Ungeduldige. Den haben wir aber schon lange, ja. Ja, den kann man sich dort anschauen. Das haben wir mit Yahoo Pipes zusammengebastelt, beziehungsweise es hat lieberweise der Andreas gemacht. Der Andreas, okay. Und ja, wenn man ungeduldig ist, dann kann man das dort abonnieren, dann kriegt man es sozusagen so direkt aus dem Off-Link rausgerendert, draufgeladen. Und Gregor, kannst du, wenn wir schon beim Internet sind, noch sagen, gibt es jetzt wöchentlich einen YouTube direkt von Off-Link? Ich habe jetzt, habe ich das im Off-Link, habe ich die Option angehakt, dass das jetzt veröffentlicht wird. Hat das schon beim letzten Mal geklappt? Ja, ich dachte, wir sind schon seit Dienstag auf YouTube. Ich habe mich auch nicht drum gekümmert jetzt, aber. Du, ich habe das auch bei Off-Link einfach das Häkchen gemacht und das funktioniert anscheinend. Das werden wir beibehalten, oder? Also Sie können sehen, dass Sie bei uns auf YouTube hören können. Vor allem für die vielen jungen Hörer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, die mit Podcasts noch nichts anfangen können und sich nur auf YouTube tummeln. Es gibt ja viele junge Menschen. Wir haben einen Channel, wo es nichts zu sehen gibt. Das ist eine ganz eigene Welt. Ja. Es ist eigentlich eine Parallelwelt, muss man sagen. Ja, voll. Und ich kenne mich da wirklich. Ich habe beim letzten Republika habe ich einen Vortrag von so jungen YouTube-Stars. Und das ist ja wirklich faszinierend, wie viel Geld da drinnen steckt und wie viel Follower und wie viel Aufmerksamkeit man bekommen kann. Das ist faszinierend. Irgendwie so, weil es auch an mir vorbeigelaufen ist. Ich nutze YouTube, um weiß nicht, meine Musikstückchen da irgendwie ein paar Mal anzuhören oder vielleicht mal einen interessanten Link, aber dass ich jetzt so meine Abonnements dazu nutze, wirklich regelmäßig Sendungen zu schauen. Sie hören drei alte Männer beim Philosophieren über die Jugend. ja, aber die Frage ist immer noch, sobald Google es schafft, unseren österreichischen Akzent dann 1:1 in wirklich sinnvolle Subtitle zu übersetzen, dann wissen wir, dass künstliche Intelligenz das ziemlich weit... Dann haben wir endlich ein Transkript von jeder Sendung, was derzeit noch nicht ist. Ja. Wie dem auch sei. Prost, die Herren, nochmal. Der Jörg, sein Glas ist mittlerweile voller. Ich kann auch mehr anstoßen. Ja. Und ich stelle die rituelle Frage, was habt ihr erlebt? Ich war vor einiger Zeit in Berlin auf einem Vintage Computer Festival und kam dann bei Vintage Retro Computing Festival. da kann ich ein bisschen erzählen, meine Eindrücke und Erlebnisse und auch meine Ängste und Sorgen, die mich da beschlichen haben. Ja. Und sonst, du bist jetzt in Wien anlässlich? Ich bin in Wien schon rituell zum Pioneers Festival, das dann die nächsten 3 Tage über die Bühne geht in der Hofburg. Auch wieder mit einem sehr internationalen Publikum, internationalen Ausstellern. Ich kenne das Programm jetzt zu wenig, aber ein Stichwort ist nur das fliegende Auto, wird vorgestellt. Das klingt spannend. Braucht man jetzt in der Marie-Hilfer-Straße. Ja, genau, absolut noch fliegend. Gregor, und du? Ich war diesen Samstag bei den Big Brother Awards. Hey! Im Rabenhof. Von der Quintessenz veranstaltet werden. Ja, genau. Im Rabenhof. Und ansonsten, ich habe so ein bisschen Technik, Radatsch. Ich habe mir ein paar amerikanische Zeichentrickserien angeschaut. Oh! Kann da meinen Senf dazu abgeben. Und, das neue Ubuntu. Ich habe es. Ah, du bist schon. Du bist schon. Upgrade-Erfahrungen zu berichten. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich war Patriot, ich war am Heldenplatz und habe das versammelte militärische Hardware angeschaut und mit einem Milizoffizier geredet, worüber ich dann berichten werde. Ich war leider ein bisschen zu langsam, um ihm ein Mikrofon unter die Nase zu halten, aber es war sehr, sehr ein ergiebiges Gespräch. Mhm. Und ich habe fast ausgelesen das Buch What If vom XKDC Autor Randall Munroe. Das ist der diese netten Comics macht, die unter anderem auch in der Programmiersprache Python eingebaut sind. Und ich kann ein bisschen berichten von meiner Firma. Ich habe meinen ersten C-Kurs absolviert und kann ein bisschen ätzen über C anstelle von Python lernen.
Ja, kannst du Eigenwerbung betreiben, wie es deiner Firma geht? Oder? Ich glaube, das interessiert. Ich versuche hier die Sponsorenbeiträge zu erhöhen. Ja. Nein, ich glaube, das interessiert jetzt die Zuhörer nur zu einem Teil, aber ich bin doch Teilnehmer einer Internetszene und schaue so, wohin sich der Markt bewegt. Und das ist, glaube ich, für alle spannend. Und es ist wirklich spannend, weil ich mich ja auch viel mit Google beschäftige. Also du redest jetzt von der SEO-Branche? Von der Suchmaschinenoptimierungsbranche, von der Internetagenturbranche, wo ja auch vielleicht einige Programmierer, Programmiererinnen tätig sind. Mhm. Und man merkt, Google zieht die Stellschrauben an. Google wird immer kommerzieller. Man wird quasi als, ich sage jetzt wieder aus Kundensicht, aus Endkundensicht, dazu gedrängt, gebeten, Geld auszugeben. Google möchte gern, dass jeder möglichst viele AdWords-Ausgaben macht. Und es ist einfach, man merkt einfach, dass der Web wird wirklich kommerzialisiert. Also kann ich das jetzt so verstehen, wenn du nicht Google Ads zahlst, wirst du gnadenlos runtergerankt? Oder? So schlimm ist es nicht, aber es ist einfach durchaus schwer, sage ich, als Klein- und Mittelbetrieb zu realisieren. Es gibt natürlich von Google noch immer Welcome-Produkte, die kostenlos sind, ja, wenn wir so weit sind. Google macht schon viele Einstiegsprodukte, die nice sind, wie Google My Business, früher Google Branchenbuch und Google Local. Aber wenn man weiß, dass Google eine Strategie dahinter hat, kann sein, dass diese Dinge eines Tages Geld kosten. Und ich sag so, es ist halt einfach wirklich ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Und eine Sache, die ich jetzt persönlich für mich die letzten 15 Jahren festgestellt habe und wo es auch jetzt in der Washington Post, glaube ich, einen Artikel gegeben hat, ist nur eine Sache, wenn man sich anschaut, die Anzeigen, die von Google erscheinen in den Suchergebnissen, gab es eine Studie, die waren über die Jahre farbig hinterlegt, zuerst wirklich knall. Also gekennzeichnet. Das ist eine Anzeige. Ja. Und jetzt wird es immer blasser. Es ist weiß. Ja. Früher war das rosa und grün. Und jetzt ist es weiß. Der durchschnittliche Besucher, Besucherin checkt es nicht mehr. Und steht noch ganz klein dabei. Es steht Anzeige, aber wir wissen, nicht jeder Mensch liest, was da steht. Und ich habe auch mal letztens auf meinem Tablet einer Marke aus Kalifornien eine Abfrage gemacht im Bereich Tourismus, habe da Hotel Wien eingegeben und eigentlich waren 99% meines Screen Real Estates, also was ich gesehen habe, bezahlte Anzeigen. Und du musst dann schon als normaler Mensch arbeiten in Form von Scroll, dass du zu einem unbezahlten Content kommst. Und das ist auch für mich spannend, weil das Internet ist ja was Neues, was niemand von uns gelernt hat. Stell dir vor, du schaust Fernsehen und die ganze Zeit siehst du nur Propagandasendungen von irgendwelchen Parteien und bekommst gar nicht mit, dass das so ist. Oder liest Zeitungen und bekommst nicht mit, dass es so ist. Auch im Internet ist leider dieser Trend, es steckt immer jemand dahinter und als mündiger Biertaucher, Hörer weiß man das. Wer steckt dahinter? Die Frage sollte man sich immer stellen: cui bono, wen nutzt es? Ja? Und es ist spannend, wenn man mit normalen Menschen, meiner Mama und Co., spricht, die reflektieren das nicht. Ja? Die reflektieren das nicht und sehen nicht die Werbeindustrie dahinter. Und es ist halt wirklich ein Big Business und es ist halt dann manchmal dieser gute alte Internet-Open-Source-Gedanke, geht da wirklich flöten. Ja? Scheinbar, weil Google sich da noch vieles erlauben kann. Ich möchte jetzt gar nicht da hier große Diskussionen über Verlage und Zeitungen und Google und hin und her. Aber es ist einfach eine schleichende Geschichte. Und allein an dem Beispiel, früher waren Anzeigen wirklich knallbunt gekennzeichnet und jetzt. Du meinst das Suchergebnis? In den Suchergebnissen. Ja, ja. Da habe ich selber gemerkt, man lässt sich einlullen und indem man das dann täglich nutzt, man merkt es dann selber nicht mehr und. Aber ich glaube, Google ist ja nicht allein, auch Twitter macht ja jetzt so Sponsored Tweets, ja. Dein Facebook-Stream wird ja auch unterbrochen von Sachen, die eine Firma gezahlt hat. In Wahrheit geht es um die Aufmerksamkeit der Menschen und das Spannende ist ja auch, das ist ja wieder meine Hoffnung, die textuelle Suche, wie wir sie benutzen, ist ja nur ein Zwischenschritt, wo wir uns ja auch verrenken müssen mental, weil ich muss, wenn ich etwas suche, wie ein gutes kurdisches Restaurant in Wien, muss ich erstmal mental tätig werden und eine Textanfrage formulieren im Kopf, ja. Gut kurdisch essen in Wien, ja. Wenn ich schon so weit bin, habe ich eh schon viel geschafft. In Zukunft wird man vielleicht diese Wünsche, die man hat, in sein Smartphone hinein. Das macht ja dieses Google Now, oder wie heißt das, dass da schon, wenn du da in der Nähe von der Zypresse bist, Freunde von Ihnen
finden diese genau. Lokal gut, genau. So, ohne dass du... Google Now und auch Apple Siri und diese virtuellen Assistenten erkennen dann deine Vorlieben und das ist natürlich ganz schade. Steuern sie. Steuern sie oder eigentlich setzen sie ein Gespräch unter Freunden und du sagst ihnen auch, wo kann man gut essen gehen und das ist dann wieder eine andere Art der Suche. Ja. Aber also du willst eigentlich gar nicht mehr die Suchanfrage formulieren, du denkst, das ist der große Trend, sondern dass du schon sozusagen einen Stream von wo auch immer in deinem täglichen Stream das vorgeschlagen kriegst. Ja, ich glaube, das wollen die großen Suchanbieter und man merkt auch, Microsoft ist da durchaus mit Diensten wie Cortana, die ich jetzt so wenig kenne. Das ist auch so ein Stimmerkennungs-System. Genau, das ist, geht auch in die Microsoft Richtung. Siri oder was? Na, Cortana. Cortana ist die virtuelle Assistentin aus dem bekannten Ego-Shooter Halo. Ja, also das sollte man als Nerd schon was wissen. Ja. Aber wie gesagt, Microsoft schafft es halt auch vielleicht nicht ganz aufzuholen. Ist das die untote Zombie-Wiedergängerin der Büroklammer, die mich verwirrt genervt hat? Das war oder? Nicht der Franz Klammer, der hat wirklich so geheißen in Österreich. Aber ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, aber man muss sich trotzdem irgendwie an dem nehmen, weil diese Sachen sind ja, wir sind in so einer Phase drinnen, und in 10 Jahren wird die Welt anders ausschauen. Mhm. Nur zur Zeit leben wir da drinnen und die textuelle Suche funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt, die große Geschichte ist, es entwickelt sich alles weiter und wenn man als Webentwickler vor 4-5 Jahren noch mit Flash und ActionScript sich beschäftigt hat, wird man heute sagen, die Welt ist vorbei und ich muss was anderes tun. Man muss auch, keine Ahnung, wie die Zukunft von Python ausschaut oder die Zukunft von WordPress. Man muss eigentlich mit der Zeit gehen. Eigentlich mit der Zeit gehen und schauen, was ändert sich. Und was also um das zusammenzufassen, du siehst den Umbruch sozusagen jetzt derzeit, dass sozusagen die Medienkonzerne sozusagen mit bezahltem Content hineinkreepen in das derzeit noch neutrale oder von unserer Generation neutral gewohnte Web, wo noch wirklich nativer Content war. Und der wird jetzt kriegt immer weniger Platz gegen die sozusagen von Konzernen gesteuerte. Nein, ich würde es auch ganz radikaler ausdrücken. Google versucht, jede Anfrage der Welt selbst zu beantworten, ohne dass sie dich auf eine Seite eines Verlages zu verleiten. Also das, wo sie so eine kleine Wikipedia-Zusammenfassung schon einblenden, damit du gar nicht mehr auf die Idee kommst, zu Wikipedia genau, zu sein. Genau, sie haben ja auch, sie wissen schon alles. Genau, sie haben ja so, glaube ich, Datenbank von Freebase, wenn ich richtig informiert bin, gekauft, um möglichst jede Frage, die so existiert, beantworten zu können. Das heißt, du brauchst nur noch Google, du brauchst kein Netz mehr. Nein, du möchtest... bleibst möglichst lange im Google-Versum und gehst die möglichst selten auf. Ja, aber dieses den User im Haus halten, das macht ja Facebook auch. Ne? Du kannst in Facebook spielen und mit Freunden chatten und kriegst deine Neuigkeiten. Und Geheimtipp, Facebook auf Englisch umstellen, du kannst die Leute perfekt stalken. Der Facebook Rev Search ist eines der spookiest Dinge. Okay. Ich war seit 2 Jahren auf einen Aufdecker-Artikel, weil da kannst du so Dinge tun, zeig mir, das ist jetzt ein Beispiel, zeig mir alle Muslimbrüder in Graz, ja. Und du kriegst eine Liste von 50 Leuten, die von Muslimbrüder sind. Oder das ist, wenn du Anzeigenverkäufer bist. Nein, kannst du sagen, einfach du so bist machen. Ein normaler Nutzer und sagst, ich komme aus den Vereinigten Staaten. Als USA-Dings darfst du das, weil du da keine Daten genau, hast. Genau, also das reicht, wenn du deine Sprache auf Englisch umstellst. Und dann bist du schon drin. Genau. Oder kleiner Tipp für Journalisten, Journalistinnen hier, zeig mir alle FPÖ-Abgeordneten, die Adolf Hitler lieben. Es ist jetzt klingt dumm, ist Österreicher klingt das jetzt nicht. Das ist genau das, was dir Facebook ausspuckt und das ist quasi, dann habe ich eine Liste schon von Leuten, die ich. Du kannst sogar nachrecherchieren, wann er welches Posting geliked hat. Nein, also es geht auch um Interessen und ich kann auch ganz komische Dinge tun, zeig mir auch wieder, ich plaudere jetzt aus den Nähkästchen, vielleicht greift jemanden auf, die Story bringe ich seit einem guten Jahr immer wieder. Zeig mir alle Jugendlichen in Graz, die Marihuana mögen, zeig mal das und das. Du kannst eigentlich Facebook Fragen stellen, die aufgrund von Interessen naheliegend sind. Und alles, was du brauchst, ist dazu deine Facebook-Sprache auf Englisch umstellen. Ach, genau, und eine Metatechnik brauchst du, und das ist gar nicht einfach. Du musst in der Lage sein, wie ein, sage ich, Geheimagent, Fragen so zu formulieren,
die anders sind als textuelle Fragen. Ja, du musst wirklich sagen, zeige mir Freunde, die das und das mögen und das und das mögen. Facebook gibt es auch ein paar Beispiele. Du kannst natürlich auch das für sinnvolle Sachen nutzen. Ich habe jetzt natürlich absichtlich übertrieben. Das ist nicht mein Hobby. Die Leute, die Schulgeschäfte mögen in der Nähe meines Schulgeschäfts oder so. Ja, die sinnvollen Anfragen, die ich mache, zeige mir zum Beispiel Hotels in New York, die von meinen Freunden empfohlen sind. Dann komme ich auf ein Hotel, das mit hoher Wahrscheinlichkeit in Ordnung ist. Oder ich besuche eine Stadt, die ich jetzt nicht kenne, wie zum Beispiel Frankfurt am Main. Und dann sage ich einfach, zeig mir alle meine Freunde, die in Frankfurt am Main leben. Und dann kann ich die anschalten und sagen, habt ihr nicht Lust, mit mir essen zu gehen? Also man kann es jetzt sagen, soziale Konnexe nutzen. Andere würden sozusagen auch Stalking. Ja? Ja, du kannst damit wirklich allerhand tun. Und es ist halt wie ein Tool, nur ein Tool. Aber wenn ich das weiterspinnen darf, dann geht das ja sozusagen in Zukunft dahin, dass ich mich sozusagen irgendwann mit 14 oder mit der Beginn der Volljährigkeit irgendeinem Konzern komplett verschreiben werde, so wie man heute halt Mitglied einer Partei wird oder einen Label trägt. Und der redet dann, dem gebe ich dann die Macht über meinen Stream. Also der weiß, was meine Freunde sind und schlägt Freunde meiner Freunde vor, tut praktisch meine Familienplanung machen, weil ich werde nur eine Freundin von meinem Freund kennenlernen. Also ich glaube, das geht dann in die Richtung. Das ist ein Thema, das ja durchaus jetzt auch schon für Furore gesucht Das ist enorme Zensur. Facebook hat auch dieses Jahr beim Big Brother Awards einen Preis abgeräumt. Okay. Für die Geschichte könnt ihr euch noch erinnern, dass Facebook eine Zeit lang, glaube ich, für eine Universität eine Studie durchgeführt hat und getestet hat, wie Leute darauf reagieren, wenn man ihnen hauptsächlich positive oder und die User haben es aber nicht im Vorhinein gewusst. Ne? Die Geschichte ist, dass Facebook ohne es den Teilnehmern und Facebook-Usern zu sagen, mehr positive oder mehr negative Sachen in die Timeline geschoben hat und dann nachgesehen hat, ob sich das auf deren Stimmung, also ihre Postings auswirkt. Ja, richtig. Und das Ganze ohne jemanden etwas zu sagen, bis es dann halt mal aufgeflogen ist. Ja. Das ist auch etwas, also da, muss ich schon sagen, die Unverfälschtheit des Streams, das ist etwas, was man sehr gerne, was ich persönlich sehr gerne haben möchte und das mich bei Twitter jetzt auch, also hat mich davon weggebracht eigentlich. Also dieses. Man kann es zwar eh nicht ganz ausschließen, wir sind eh alle in der Bubble, ich meine gerade auch diese Google-Anfragen und Google-Suchergebnisse, die lernen ja auch mit dir mit oder so, aber gerade bei sozialen Netzen ist es dann schon wirklich fraglich, was dann von mir verborgen bleibt und was hochgespielt wird. Ja. Das fühlt sich dann einfach nicht mehr nach direkter Kommunikation an. Das wird dann alles, es ist mir auch schon, ich weiß nicht, wie sehr es bei Google Plus oder überhaupt gemacht wird, aber das fühlt sich alles so wabernd an. So als könnte ich zwar schon irgendwie kommunizieren, aber ich will irgendwas mit, aber was mir da geboten wird, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich. Deshalb Aufruf an die Jungs von heute: Wird auch einen Podcast hören, ja? Wir reißen sie aus ihrer Blase raus und werden nur von urleibernden Großkonzernen wie dem Jörg seinem gesponsert. Genau, ab in unsere Blase. Die kritische Blase. Kommen wir wieder zur Matrix und zum blauen und roten Peter, wenn ich so. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube, der Kampf der großen Industrie, Schiffe, Facebook und Google ist halt, wo sind meine Wechselhürden und wie schaffe ich es, dass ich möglichst die User dazu bringe, mir treu zu bleiben. Und wenn ich einmal bei Google Gmail bin, ist es manchmal mühsam, dann seine 50.000 Mails dort rauszuziehen und woanders hin zu bringen oder von Facebook auf Elo umzuwechseln. Und diese radikalen Schritte machen halt wirklich nur wenige und dann meistens auch nur zu Showzwecken und zu sagen, ha, ich habe es probiert. Es ist halt. Man darf auch nicht vergessen, es wird immer schwieriger, dadurch, dass Android auch so eine große mobile Plattform ist, sich dann wirklich aus dem Google-Ökosystem rauszubewegen. Also es machen sicher Technikversierte und Nerds machen das sicher, dass sie dann auch Phones kaufen und sich eigene Mods drauf spielen und dann gar nicht den Google-Market, sondern Android irgendwie drauf. Genau. Und vielleicht gibt es in Zukunft auch den Markt, dass man quasi auch gefaked dass ein virtuelles Sozialleben vortäuscht, weil wenn man heutzutage Firmen anschaut, die schauen ja ganz bewusst, ob jemand Spuren hinterlässt im Netz. Wenn jemand als junger Mensch nicht gefunden wird, ist es ja. Ist ja heute schon verdächtig. Es ist verdächtig. Es ist eigentlich quasi, vor allem wenn man dann im IT-Bereich arbeitet und man ist nirgends zu finden, da muss man dann ein super Crack sein oder. Vielleicht ist man dann nicht so gut. Ja. Es ist durchaus eine ziemlich schwierige Geschichte und ich habe mir Facebook schon den Entschluss gefasst, ich nutze es rein kommerziell und
und postet alles hinein, erschlage die Leute, aber bin überrascht, was die Leute alles mitbekommen. Es, einige kommentieren zwar, aber wenn ich... Obwohl du rein kommerzielle Sachen sozusagen reinpostest, oder aber die mit deiner Firma oder deinem... Natürlich poste ich einmal ab und zu private Geschichten, aber ich bin wirklich überrascht, wie viele Leute das lesen und es bekommen alle mit. Das ist echt... Es ist praktisch, es ist wie eine Droge, wo du dann siehst, okay, du kannst quasi dein Umfeld informieren. Ja? Und die wissen dann alle, ich bin in Berlin gewesen und wenn ich jetzt poste, ich bin krank, dann... Also wenn demnächst deine Wohnung ausgeraubt wird, weil du postest von Berlin Fotos, ne? Dann. Ja, da gibt es natürlich ganz andere Sicherungsmaßnahmen, die wir jetzt nicht verraten wollen. Aber nein, es ist halt wirklich, man kann Facebook wirklich mehr... Prinzipiell, wie alle sozialen Medien. Prinzipiell ist es etwas, was Positives, weil Menschen miteinander kommunizieren. So mal zum Grundgedanken. Und diese sozialen Netzwerke haben, finde ich, da auch schon wirkliche Vorteile gebracht. Und ich kenne es auch von mir selber. In diesen intensiv Twitter-Zeiten, man kommt auf neue Leute drauf, man bekommt Sachen geboten oder Infos, Kulturzeug oder einfach kurze kleine Stilblüten in Sachen Gedanken und so. Es ist schon super. Aber es ist halt die Frage, welchen Netzwerken man das abwickeln will. Jetzt komme ich nämlich vielleicht zur nächsten Story, die wird passen. Ich war in Berlin, saß dann an einem... Bei dem Vintage Computer Festival. Ich saß dann an einem schönen Samstagnachmittag beim Frühstück und dachte mir, was schaue ich mir jetzt in Berlin an, weil ich die Stadt Schmutt kenne. Und auf Facebook lese ich, jetzt findet gerade das Vintage Computer Festival statt. Und genau das war dann wirklich auch der Anstoß, dass ich dann zu diesem Vintage Computer Festival gegangen bin, wo ich sonst nie auf die Idee gekommen wäre. Also es ist halt wie eine gute Empfehlung unter Freunden und von daher ist halt auch der Nutzenfaktor hoch gewesen. Hat das zu tun gehabt mit dem Computerspielemuseum in Berlin, in der Sonnenallee? Eigentlich nichts. Okay. Das hatte ich einen Tag früher besucht und du hast ja auch schon letztens drüber berichtet. Aber ich hab quasi hier an diesem Festival, wie auch immer man das nennen will, teilgenommen, war sehr spannend. Organisiert, glaube ich, von einem Hackerspace in der Nähe von der CCC-Umfeld. Und kann man sich so vorstellen, es war an einer Hochschule, sehr, sehr gut platziert in der Innenstadt. Es gab dort mehrere Räume und ein Raum war nur dem Retro-Gaming geschuldet. Gab es halt wirklich super Konsolen, die man so noch nie gesehen hat, außer Hochglanzbroschüren wie das Vectrex, dieses Vector-Ding. Ein Hochkant-Videospielsystem mit damals Vektorgrafik. Also mit reiner Vektorgrafik. Die Spiele waren gar nicht so toll. Du hast sogar eine Farbfolie Du hast eine Farbfolie draufgegeben und ich habe mir das immer sehr, sehr toll vorgestellt, weil Vektorgrafik. Du hast auch keinen gehabt. Nein, aber ich habe das dann 5 Minuten interessiert angeschaut und war dann gelangweilt. Aber dann hat es gegeben, gut, vom obligatorischen Commodore 64 bis zu den klassischen Konsolen, die es da gab, auch zu ersten 3D-Brillen, die mir jetzt nichts gesagt haben, die von außen besser ausgeschaut haben als innen. Aber das war wirklich, der eine Raum war dem Gaming geschuldet. Dann gab es dann auch so eine Art Ausstellungshalle, wo halt wirklich Leute mit ihren exotischen Geräten von, keine Ahnung, 70er Jahren Kathodensystemen, mit denen ich nichts anzufangen wusste, bis zu Robotron-Rechnern aus der DDR, bis zu auch wieder Commodore 64 und Sinclair gesessen sind, bis Taschenrechner, Tischen, cool, wo die Leute 50 Taschenrechner aufgestellt hatten. Und was haben sie mit denen gemacht? Die waren ausgestellt und ein paar Ausstellungsstücke. Du konntest dann halt über die polnische Notation und diese Dinge fachsimpeln und keine Ahnung, wie viel Batterie der verfrisst. Aber gibt es eine eigene Vintage-Szene, die so in so wallenden Gewändern aus dem Ersten Weltkrieg herumrennen und dann so einen 60er-Jahre Taschenrechner rausholen, um zu sortieren? Das sind halt Nerds wie du und ich und das ist wirklich auch beklemmende, nachdem ich dann 2 Stunden auf der Konferenz war, waren dann schon kurz die Erkenntnis, wenn da 60-jährige Männer vor ihren Sinclair
Geräten sitzen und miteinander über irgendwelche abnörden. Ob das ist meine Zukunft geworden. Ich weiß nicht, ob das meine Zukunft oder Vergangenheit ist. Es war dann, schon ein bisschen zu viel des Guten. Ich muss mal sagen, vor allem denkt man sich dann immer, welche Spuren hat man im Leben hinterlassen für die Menschheit. Ja? Weil dass man das System benutzt hat und ein Crack ist auf dem System, ist schön. Aber mein Lebensmotto ist, wenn ich einmal alt werde, noch älter als vieles älter als jetzt, Spuren zu hinterlassen und irgendwas Sinnvolles zu hinterlassen. Und nicht nur so zu sagen, ich habe da jetzt 10.000 Commodore 64 Disketten gesammelt und kenne sie alle in- und auswendig. Das ist mir dann zu archivarisch und zu nicht selbstverliebt. Ja. Aber sie waren halt liebevoll, aber manche Menschen waren halt wirklich in ihrer Glocke gefangen. Und waren ganz begeistert, dass jetzt noch für den Commodore 64 Module hergestellt werden, die um 50 Euro verkauft werden. Nein, aber da gab es wirklich Spiele, die jetzt noch hergestellt werden. Auf Modul. Auf Modul, handverlesen, nur 300 Stück und die haben dann so sinnige Spielideen wie: Du rennst von links nach rechts in einer virtuellen Welt und musst immer über Abgründe springen. Also und Pitfall, oder? Ja, so Art Pitfall und ist aber immer schneller. Aber neu programmiert? Oder? Das ist ganz neu programmiert. Das ist ein neues Spiel für ein C64. Das ist ganz neu, aber auf dem Modul und das ist halt so ein Kultstatus. Mhm. Nur die Spielidee ist halt, da kann ich halt wirklich jedes iPhone oder Android Game mehr. Mhm. Und das ist halt wirklich Nerd. Da geht es nur um diese Geschichte. Ich wollte ja mal putzen oder alte Uniformen anhaben. Oder. Aber das war dieser Raum und dann gab es auch sehr schön und das war wie wirklich konstruktiv einen Workshop-Raum oder so wie einen Vortragsraum, wo Leute berichtet haben, wie sie halt mit Commodore 64, Atari SD und sonst wie Musik machen oder wie sie MIDI-Systeme bauen und aus diesen alten Geräten wirklich was rausholen. Und das war wirklich auch spannend und auch wieder Höhepunkt war, weil ich den auch selbst besessen habe, der SX64. Du hast einen SX64 gehabt, ja, mit genau. Portablen C64. Mit kleinen Portablen C64. Mit Manager, ein Unicorn. Das war ein Manager-Gerät, das hat 10 Kilo, also das ist wirklich sehr tragfreundlich. Den habe ich um 4.000 Schilling gekauft und um 5.000 Schilling verkauft. So und aber Moment, du musst ja da zarte 18 gewesen sein oder so. Den hatte ich schon mit 14, 15 oder so. Ah, und da hattest du aber schon einen SX. Ja, unter anderem, ja. Aber der SX64 kann man sich wirklich vorstellen, das muss man wirklich googeln, ein riesen fettes Kofferteil mit Mini-Bildschirm. Ja, war bitte ein Farbröhrenmonitor war drinnen, weil es hatte damals noch keine LCDs gegeben. Farbröhrenmonitor. Und hat wirklich das Konzept des Laptops halt versucht vorwegzunehmen, war aber halt circa 10 Jahre zu früh, ne? Oder 5 Jahre mindestens. War so früh. Daneben eine Floppy Disk. Das Hauptproblem, die war eingebaut. Ja. Hauptproblem bei meinem SX64 war dann, glaube ich, dass entweder der Röhrenmonitor abgestrahlt hat auf die Floppy Disk oder die Floppy Disk auf den Röhrenmonitor. Ja, ja, ja. Und der hat dann irgendwie so eine Art Bogeneffekt gehabt, so einen violetten. Also das Licht war nicht mehr so ganz schön. Die Strahlung hat davon sich beeinflusst. Ich habe das dann versucht mit Alufolie zu fixen, aber ich habe den dann irgendwie wieder abgestoßen. Aber es war ein witziges Gerät und da hat ein junger Nerd versucht, auf diesem SX64 erstens einmal ins Internet zu kommen. Da hat er geil, ein Modem. Er hat irgendwie das Setup habe ich jetzt vergessen. Er hat dann irgendwie gesagt, okay, Client-Server und er kommt auf ein Terminal und versucht dort sich weiterzuhandeln und macht die großen speicherintensiven Geschichten auf dem Terminal. Weil der SX64, so wie der Name schon sagt, hat 64 Kilobyte, wobei natürlich 32 davon für das ROM fixiert waren. Also das RAM hat auch nur 32. Und meine, glaube ich, erste Frage war dann, was machst du denn mit einer Webseite, die 500 Kilobyte hat, ja. Er kann es natürlich nur im Textmodus ansurfen. Er hat dann aber auch so. Also er hat ihn wirklich beinahe als Browser verwendet. Als Browser verwendet, wobei das glaube ich mittlerweile in der Commodore 64 Szene nichts Neues ist, aber das machen einige. Bilder lassen sich dann in ASCII-Art anzeigen, was auch sehr
Und das kannst du ja auch unter jedem PC, ne? Da gibt es ja eigene Textbrowser unter Linux. Das gibt's. Ich habe jetzt Lynx, glaube ich, oder so. Lynx ist ein W3M ist der beste, sag ich. Okay, jetzt mal persönliche Präferenz. Übrigens auch für Suchmaschinenoptimierer einer der wichtigsten Geschichten. Ob es um den Textmodus geht. Ob es im Textmodus geht, weil man sieht immer die größten Fehler sofort im Textmodus, ja. Und sagt, diese ganzen Google Ads sind dann praktischerweise tot im Textmodus oder ist das ein Wunschdenken von mir? Eine gute Frage. Eine gute Frage, die ich so nicht beantworten kann. Weil sonst könnte ich das ja so als, wenn ich wirklich nur den Content will. Das ist eine ausgezeichnete Frage, die mir so noch nie. Mich geht das bei Foren, geht das so am Nerven. Ne? Ich bin noch damals gewohnt, ich surfe leider im Textmodus immer nur Webseiten direkt an und benutze auch die Google-Suche nicht. Weil die Google-Suche ist auch im Textmodus, glaube ich, extrem unfreundlich programmiert. Die ist eigentlich gar nicht für den Textmodus ausgerichtet. Das deutet aber darauf hin, dass er nicht gut mit Google Ads zurechtkommt und eine große Verschwörung von Google. Aber das Spannende war dann noch, dass die ein System gemacht haben, wo sie YouTube-Videos angetappt haben und versucht haben, Videos zu streamen auf dem SX64. Im HD-Modus. Oder hast du so einen Grafikmodus dafür gehabt? Das ist jetzt schon eine Detailfrage, die ich nicht antworten kann. Ich kann mir nur erinnern, was ich gesehen habe, und es hat ausgeschaut, als ob ich am Mond wäre und von der Erde aus Bilder, Datenschrott angeliefert bekomme. Aber indem ich die Augen halb schließe, habe ich erahnen können, worum es ging. Und das habe ich dann ziemlich cool gefunden, weil die haben sich manche Protokolle selbst erarbeitet und haben dann gesagt, jetzt haben wir einen gewissen Video-Offset und dort holen wir das Pixel ab und dort machen wir das und das. Und da habe ich gesehen, wozu Ingenieursleistung wieder fähig ist. Es nützt jetzt zwar niemandem, dass er den dazu nutzt, aber wenn 20-Jährige das schon können, dann denke ich, der Mensch hat schon was Gutes bevor. Das ist super, ja. Aber rein, oder habe ich das irgendwas nicht kapiert, aber das hat absolut null praktischen Nutzen, weil der ganze, wie du gesagt hast, der SX64 ist ja 10 Kilo schwer und außer, dass du ihn wirklich tragen kannst, hat er keinerlei Vorteil gegen ein heutiges Gerät. Also was ist der praktische Nutzen, dass du auf dem versuchst, YouTube zu schauen, einfach weil ich es kann. Ne? Ja, genau, richtig. Oder du beschränkst dich so in deinen Mitteln, du hast nur dieses Gerät und musst aus dem das Maximum rausholen und über drei Ecken denken. Und was kannst du rausholen? Das ist auch so eine klassische Techniker-Motivation. So. Das ist ein Hack. Get it done irgendwie. Wobei ich kann mir jetzt nicht helfen, ich muss jetzt sofort denken an seinen Zeitmaschinen-Science-Fiction-Film, wo dann irgendwelche Leute von uns vom Jahr 2014 versuchen, ins Jahr 1984 so eine YouTube-Botschaft zu beamen und die armen Kerle können es nicht anschauen. Ja? Aber einer wird dann in der Zeitmaschine mit seinem SX64 hin teleportiert und sagt, dann schauen Sie, das ist von dem Film auch ein Podcast der Zukunft. Und wir als Jugendliche schauen das dann so. Wie auch immer. Oder der Junge erfindet nebenbei gewissen Algorithmen. Genau. Das bringt mich jetzt zu einer Cross-Referenz. Eines der coolsten Bücher, The Brune Code, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, ein sehr spannendes Buch. Ich glaube, es ist von einem Wirtschaftsjournalisten aus Holland geschrieben, wo ein Ingenieur den 80er, 90er Jahren behauptet hat, er hat einen Komprimierungsalgorithmus gefunden, der 100 oder 1000 Mal besser ist als alles bisherige. Ja. Und der war nämlich eine Art Fernsehtechniker, hat sich mit dem Commodore 64 beschäftigt und wurde dann von der Firma Philips eingeladen. Die waren kurz davor, das ganze Ding zu pushen. Der Mann ist dann auf mysteriöse Art und Weise verstorben. Seine geheimen Pläne, wie dieser Komprimieralgorithmus funktioniert, sind verschwunden. Und ein sehr lesenswertes Buch. Und das Schöne ist, es ist eine real Story. Also wenn man Commodore 64 affin ist, auf Komprimierung steht, das Codewort dazu ist auch Endless Encryption. Es gibt zwar ein paar Freaks, die sich damit beschäftigen, wie weit kann Kompression runtergebracht werden. Und er hat halt wirklich Dinge behauptet, die mathematisch vielleicht unmöglich sind, hat aber ein Demo-Gerät gehabt, wo er gezeigt hat, dass halt auf einem Gerät wahnsinnig Sachen möglich sind. Und jetzt muss ich noch kurz ausholen, wir stoßen kurz an. Ja. Eine Sache, die ich mir so nie durch den Kopf gehen habe lassen, ich hoffe, ich kann das wiedergeben, ist von einem Mathematiker, der sagt, okay, was ist, wenn ich das ganze Wissen der Menschheit runterkomprimiert erfassen will, ja, was tue ich da? Und der kommt dann auf eine komische mathematische Methode, die habe ich mir so eingeprägt,
Na gut, das ganze Wissen der Menschheit ist in einem riesen Datenstrom, sind viel, ganz viele Zahlen. Die kann man sich aufschreiben und die kann man von der Festplatte abspeichern, aber es sind eigentlich ganz viele Nullen und Einsen oder ganz viele Zahlen. Und wenn ich jetzt von A nach B komme und durch den Weltraum reise, wie nehme ich das mit mir? Das ganze Wissen der Menschheit. Und dann hat er dieses Gedankenexperiment und da setzt dann mein mentales Wissen aus. Dann sagt er, er macht das ganz einfach. Er nimmt das ganze Wissen der Menschheit, diese fast unendlich große Zahl, setzt ein Null davor und sagt 0, diese Zahl und kratzt diese Zahl in einen Baumstamm und damit reist er durch die Welt. Und dann kann er aus diesem Baumstamm das ganze wieder Wissen der Menschheit rekonstruieren. Ich hoffe, ihr habt mir jetzt verstanden, worauf ich wollte. Aber das mathematische Modell ist, du könntest das ganze Wissen der Menschheit nehmen, damit er dann wieder wächst. Er möchte einfach das 0, Dings haben. Also er braucht ein Speichermedium. Ja. Und er bildet es ab in 0, und dann kommt eben diese lange Zahl. Ja. Und da ist auch so die Geschichte, da streiten sich scheinbar Mathematiker, Kompressionsmenschen und andere Verschwörungstheoretiker drum, geht es oder geht es nicht, ja. Bitte in einen anderen Spezialfall was das aussagen. Aber der Broom Code, der braune Code, ein Buch, das mich wahnsinnig fasziniert hat, weil es scheinbar. Der braun wie die Farbe ist? Oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, der Broom Code. Wir werden es nachreichen. Ja. Aber es ist hoch spannend. Ich möchte ein Bier für jedes Mal, wo ich das sage. Aber hat mich wahnsinnig fasziniert. Aber ansonsten, zurück zum Kongress. Geändert Vintage hat es. Computer. Genau, Vintage Computer Kongress. Man sieht, was da alles verwoben ist. Ja, und dir war nicht fad, was ich da so habe. Und vielleicht haben diese SX64 Leute was erfunden, in 100 Jahren gebraucht wird. Die Welt verändern und du hast sie jetzt schon gesehen. Am Abend gab es dann noch eine, wie hieß es, nicht eine SID, wie nennt man das? Wir haben vorhin. Ja, SID, das ist eine Soundchip von SID. Soundchip Party, wo. Also, wo es mit der Chiptune-Musik gemacht hat. Chiptune, genau. Chiptune ist der Fachbegriff, die Kollegen wissen genau, wo sie mit Chiptunes Musik gemacht haben, Commodore 64 und auch mit dem ZX Spectrum und diesem Texas Instruments. Da gibt es ja in Wien so einen Club, die irgendwas. Mit harschen Rechner Musik gemacht haben. Okay. Auch sehr spannend, weil einer der Protagonisten, glaube ich, Irrlicht-Projekt, ein Nerd mit einem Rauschebart, sich verkleidet hat, indem er eine Maske aufgezogen hat, die so eine Art venedische Maske war. Das hat sehr lustig ausgeschaut. Ich habe gedacht, wo sind wir jetzt in einem Sadomaso-Club? Das hat sehr lustig ausgeschaut. Er ist dann gesessen vor einem Taschenrechner und hat dort abgeschickt und 50 oder 100 Berliner Nerds und Nerdinnen, auch die dort waren, haben dann diese Chiptune-Disco. Das ist nämlich jetzt ein Vintage-Computer-Festival, zieht auch weibliche Nerds an? Oder war das eher so? Nein, das waren durchaus 20-30% geschätzte Frauenanteil. Und da merkt man einfach die Größe der Stadt Berlin. Da kommt vieles zusammen. Und sie hatten dann auch noch sehr schön so neben in einem Neben-Chill-Raum, wo du einfach wirklich abhören konntest und ins WLAN konntest, wo ich dann auch einen gefragt habe, ist hier noch frei? Und der Kollege hat, ohne vom Computer aufzublicken, gesagt, ja. Also hat auch die soziale Kompetenz gemerkt, die war nicht so auf Smalltalk aus, sondern sehr praktisch, aber da hat man es einfach, ja, ist okay, du bist geduldet, Mensch. Aber da konnte man seine Club Mate trinken und andere Getränke und dann hatten sie eine große Anzeigetafel, die sie scheinbar aus einem Bahnhof abmontiert haben. Und diese Tafel haben sie irgendwie gehackt und haben aus den Pixeln dort Videos raufgestreamt. War auch sehr nett. Geil, das heißt, du hast auf so einer Bahnhofsanzeigetafel dann irgendwie coolen Videos geschaut. Genau. Sehr schön. Und darüber noch irgendwelche Commodore 64 Demos. Also es war sehr eine chillige Atmosphäre. Mhm. Die Leute waren sehr nett. Einige hätten eine Dusche vertragen können. Aber es war ansonsten wirklich, wie man sich das so vorstellt. Damit bin ich jetzt mit meinem Kurzbericht. Bist du schon in der Subgruppe der Foodblogger angelangt? Sonst fotografiere ich jetzt beim Essen im Garib? Also vom. Ich habe keinen Foodblog, nein. Hast du keinen? Okay, jetzt bin ich verloren. Du hast Technikmeldungen, hast du gesagt? Ja, können wir mal zwischendurch machen. Ich meine, ansonsten würde ich dann eh schon langsam über die Big Brother Awards reden. Was mir nur so aufgefallen ist,
dieser Tage ja neues iPhone rausgekommen und heute eine Story gelesen, dass sich da eine Front, die haben ja NFC jetzt ihre neuen iPhones eingebaut mit Apple Pay, einem Bezahlservice, der ja, mit der NFC-Technologie so, okay. bezahlen ja, kann. Mhm. Ist ja mal für die Amis hauptsächlich interessant, weil das mit Kreditkarte zusammenspielt, wie bei Blom, müssen wir abwarten, ob das für uns auch nochmal spannend wird. Jetzt hat sich allerdings eine Front dagegen aktiviert, na, eher von den Handelsgruppen her, Walmart und noch ein paar andere große amerikanische Handelsketten, die wollen NFC generell als bei ihren Bezahlkassen deaktivieren, was jetzt nicht nur Apple treffen würde, sondern auch Google mit ihrem Google Wallet, wobei die ja noch mehr in den Kinderschuhen stecken. Der Handel etwas nicht. Was dahinter steckt, ist, die wollen einen eigenen Standard etablieren, nämlich den Currency Currency of modern und geschrieben. Ich rieche jetzt, ohne irgendeinen dauernden Ahnung zu haben, dass wenn du so ein Google Pay NFC verwendest, höchstwahrscheinlich als Kassenbetreiber irgendwie Lizenzen zahlen müsstest, wie an ein Kreditkartenunternehmen. Du, das, weißt du, wie das bei Google Wallet ist, weiß ich nicht. Und ich glaube, die Apple Pay, die schneiden auf jeden Fall mit, aber ich weiß nicht, auf der Betreiberseite, glaube ich eher, dass die Kreditkartenfirmen sich was rauskommen. Also, aber irgendwas werden sie auf jeden Fall. Es erinnert mich jetzt daran, dass es ja auch durchaus sehr viel Geschäfte gibt, wo der ist auf der Tür steht, keine Kreditkarten, weil es dann einfach zu blöd ist, die Gebühren zu zahlen. Aha, okay. Ja. Mhm. Also spezielle Geschäfte, die auch so einen Umsatz machen. Also die gut gehen sozusagen. Ja. Es ist auf jeden Fall interessant und ich sehe mir das irgendwie aus der Warte so irgendwie eines so Fußball-Wetten-Fan. irgendwie so, schauen wir mal rüber nach Amerika. Weil bei Apple ist es ja immer spannend, weil die haben ja durchaus auch Marktmacht. Ob sich da was verschiebt, ob es nicht verschiebt. Ich meine, die immer bezahlen, haben sich schon einige die Finger verbrannt. Ich rechne noch auf jeden Fall mehr Chancen ein, als halt Google, die da immer schon ein bisschen, weiß ich nicht. Ich traue einfach Google, gibt auch viel Budget davor irgendwie. Ich glaube, die Apple Pay, mal schauen, was da rauskommt. Ein Thema von dir bin ich schon sehr neugierig. Wie ist das neue Ubuntu? Das neue Ubuntu, ich kann es nur aus der, ich habe zwei Geräte geupdatet. Wow. Ich habe meinen Mini-PC, die Nook, da habe ich allerdings nicht... Ist das dein Kreativ-Arbeit-PC, auf dem du das Spiel installiert? Ja, richtig. Okay. Das ist der, wo ich sehr kreativ sein werde. Ja, die Musik ist schon jetzt mein Lieblings-PC. Genau. Und da ist ja nicht originales Ubuntu draufgespielt, sondern ein Flavor von Ubuntu, Xubuntu. Ein leichtes Ubuntu, sagt man so, für Ressourcen-Oberfläche. Genau, XFCE. Und da hast du jetzt auf Xubuntu 14.10 abgedatet oder bist du rückfällig geworden auf Xubuntu 14.10. Und da ist es ohne Probleme gegangen, relativ schnell, ohne große Fehlermeldungen und es hat sich auch wirklich nichts getan. Ich meine, man kann sich, ich habe eigentlich ein Kompliment heute auf heise oben, das sagst du genau richtig, aber es ist halt jetzt noch, es ist an und für sich natürlich ein Kompliment. Andererseits muss man sagen, dass die jetzt mit großen Updates zurückhalten, weil sie jetzt mit aller Kraft daran arbeiten, dass in einem der nächsten Releases ihr Ubuntu Touch oder Ubuntu ihr neue Next-Gen-Desktop nicht einmal Zeit, die User zu verärgern, neue Features. Sie haben, wenn du in die Zukunft blicken möchtest, wenn es jemanden wirklich interessiert, es gibt unter Ubuntu Next, glaube ich, heißt das, eigene Images, die du installieren kannst, wo du dir das schon anschauen kannst. Allerdings jetzt in dem Test, den ich da gelesen habe, sagt, es ist noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Es fühlt sich halt an wie eine Phone-Oberfläche, die noch wenig angepasst ist. Du kannst es nicht im Image starten, das läuft nur auf gewissen Grafikkarten. Das heißt, das ist noch höchst experimentell, was mich ein bisschen schockiert hat, weil nach Adam Riese wollte ich eigentlich in einem Jahr schon damit rauskommen. Also ich hätte mir erwartet, dass sie da schon wieder haben. Okay, das war der eine Rechner, die Nook, die hat ohne Probleme. Aber man hat jetzt keine Killer-App oder irgendwas entdeckt, wo deswegen man jetzt upgraden muss, nur wenn man zufrieden ist mit seiner Longtime-Version. Null Unterschied. Also null Unterschied, außer dass ich beim Booten jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht nur schwarzen Bootscreen und diese Boot-Animation habe, sondern wird mir auch ein bisschen Konsolenausgabe geboten. Also das war da eigentlich der einzige Unterschied. Auf meiner anderen Rechner, das war ein Netbook,
Eigentlich war es einmal ein Hackintosh. Das hat sich jemand als Hackintosh bestellt. Da war ein Nexus X drauf und ich habe ihn dann umgewandelt in eine Ubuntu-Maschine. Was eh nicht sehr gescheit war, ich hätte auch Ubuntu nehmen sollen, weil diese damaligen Netbooks, wir erinnern uns an die schon jetzt niedergegangene Szene, die waren ja wirklich, also diese Hardware-Spezifikationen, das ist, ist wirklich, wirklich, wirklich langsam. Und ich muss auch sagen, dass ich im Vorfeld, das ist eine Maschine, die ich jetzt schon seit 4 Jahren so betreibe und ich war nicht immer gut zu dieser Maschine. Das heißt, wie ich noch gespannter war auf neue Betriebssysteme von Ubuntu, habe ich immer schon beim Alpha-Programm und beim Beta-Programm mitgemacht. Das ist meistens nicht so gesund für saubere Updates. Und dieses Update hat den Maschine den Rest gegeben. Es hat mir meine Paketliste zerstört. Oh je. Und ich kann es jetzt hochfahren, es funktioniert. Es werden mir halt so 4 Fenster geboten. Es wurde ein interner Fehler festgestellt, wollen sie einen Problembericht schicken und so. Aber wenn ich die weglücke, funktioniert es wie früher. Okay. Aber dieses System hat jetzt keine Zukunft mehr, weil wenn ich AppGet update oder wenn ich ein Update anstoßen möchte, sagt es mir, Paketliste kaputt, kann ich nicht lesen. Das schaut mir nach Ende Gelände aus. Also einmal zerschießen, einmal problemlos. Ja, aber wie gesagt, also auf dem Netbook hatte ich auch schon einiges vorher angestellt, dass das jetzt kein sauberes Upgrade hat, ist vielleicht nicht Ubuntu anzulasten. Ja, und ansonsten, was kann man sonst sagen, beim Testbericht habe ich mir durchgelesen, von GNOME, das ist jetzt eigentlich in Version 14 drauf, in diesem User-Interface, da verwenden sie ja nur noch Teile in ihrem Desktop, und das sind es aber auf Version 12 und 10 eine Mischung, also wie gesagt, ich glaube, der nächste Release wird noch nicht spannend, der übernächste Ubuntu-Release, also ungefähr in einem Jahr, da sollten wir mal länger drüber reden wahrscheinlich, weil dann haben sie es hoffentlich gebacken bekommen. Okay, also gut, im neuen. Gut zu hören. Ja. Noch eine Technikmeldung, ich natürlich kann da ewig. Ja, warte, sonst grätsche ich schnell rein mit einer, weil da Jörg vorher gesagt hat, so, oder hast du das gesagt, dass man Daten gar nicht so leicht dann holen kann, wenn man von Google weg will auf ein anderes System. Ja, wobei Google da eh noch ein bisschen besser benimmt. Ich habe das gemerkt, ich habe nämlich sehr gern Picasa verwendet und das hat ja den offiziellen Linux-Support eingestellt. Es gibt keine native Linux-Version von Picasa mehr, man kann nur noch irgendwie so eine ganz alte nehmen oder mit Wein sich herumärgern und dann so tun, als hat man Windows und das mag ich auch nicht. Und dann gibt es einen Picasa-Web-Service und den habe ich dann auch. Den habe ich eigentlich recht gern gehabt, aber habe ich jetzt auch nicht mehr verwendet, weil da plötzlich dauernd nur Google Plus war und dann hat man so einen ganz kleinen Link anklicken müssen, dass man doch nicht zu Google Plus wollte, sondern zu Google Picasa. Und das hat mich dann so angeschaut, als kriegt das sehr wenig Liebe vom Konzern und wird irgendwann wieder Google Reader Flop weggedreht. Das glaube ich auch. Und und ich habe halt noch diverse auch Biertaucher Fotos drauf und alles Mögliche und jetzt habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich mich gerade wieder mit Flickr beschäftigt, jetzt könnte ich ja mal diese ganzen Google Picasa Fotos nehmen und zu Flickr tun. Und ich habe wirklich circa eine Viertelstunde herumgesucht, wie kann ich jetzt da, von Google hat doch so ein Tool, wo ich alle meine Daten runterladen kann. Ja. Ja, irgendwie habe ich das bei Picasa nicht gefunden, vielleicht war ich einfach nur zu tollpatschig dazu. Hast du deine Konto? Und dann habe ich gegoogelt, wie kann man von Picasa seine Daten retten. Ja, und da war auch nichts Gescheites. Das Einzige, was ich jetzt draufgekommen bin, ja gut, ich kann mir, glaube ich, ein Album oder nur jedes einzelne Foto downloaden, aber das ist nicht so ganz das Foto. Ja, es war auf jeden Fall so, dass ich dann de facto nichts gemacht habe. Und ich habe nur gemerkt, hoppala, also wenn du dich eben so einem Konzern auslieferst, der deine Fotos schön verwaltet und so, bist du dem halt auch ausgeliefert, weil wenn du aus irgendeinem Grund mag der jetzt nicht mehr oder du magst ihn nicht mehr, ist das halt einfach sehr mühselig und du hast keine Garantie dafür, dass der dir ein komfortables Datenrettungs-Download-Tool anbietet. Ohne Data, ja. Und ich habe jetzt geschaut, was gibt es da Open Sourceiges, also was also mir gehört. Und einerseits die OnCloud kann Fotos anzeigen, also ich könnte einen OnCloud. Ja, so einen Katalog drin. Ja, und das ist aber noch nicht das, was ich will, weil ich will dann, dass auch Geoinformation dabei ist und dass User das taggen können und bla bla. Also es ging nur um die Fotos, die ich auf der Game City gemacht habe. Eine aktuelle Version. Müssen wir mal schauen, ja, aber es war nicht ganz das. Und sonst habe ich gesehen, es gibt Media Goblin und da kann man sich sozusagen sein eigenes Flickr aufsetzen und der kann dann je nach. Hat so ein bisschen wie WordPress das ausgeschaut. Das liegt auf einem Server und du hostest sozusagen eine riesige Sache, die dann halt wieder alles Mögliche mit Fotos erlaubt. Aber ich bin dann draufgekommen, eigentlich was ich will, ist ja, ich beurteile einen Fotosharing-Dienst danach, ob er die Creative Commons Lizenz
native unterstützt. Und das tut eben weder Google Plus noch Facebook, deshalb sind die für mich nicht so gut. Und auch Flickr tut es nur zur Version 2.0 und inzwischen ist die 4.0 aktuell von der Lizenz. Das ist einfach so eine Kleinigkeit, was mich nervt, wenn ich bin draufgekommen, ich habe derzeit keine gescheite Fotoplattform. Heimatlos. Ich bin heimatlos, allerdings habe ich jetzt auch nicht Lust mehr. Genau, ich mag auch nicht einen Media Goblin aufsetzen, weil dann ist es erst recht wieder nur auf meiner Homepage und kein Schwein wird sich das anschauen. Also Sinn, wenn du Fotos teilen willst, ist ja, dass du sie anderen geben willst und die das dann jetzt verwenden. Dann die Frage, Wikimedia, ja, kenne ich zu wenig. Wikimedia kannst du Fotos raufladen, die haben aber auch ihre eigenen Policies. Die wollen auch nur Fotos, die sinnvoll sind, oder? Ja, also das sollte dann halt sinnvoll sein. Ja. Also es war in dem konkreten Fall, war ich auf der Game City und da waren jetzt lauter Fotos, wo irgendwelche Cosplayerinnen ein Spielen-Programmieren-Plakat in die Kamera halten und ein anderes, wo irgendwelche Leute so politische Plakate in die Höhe halten, wo steht Netzsperren ist gleich Zensur oder wo sie FSFE-Infomaterial halten und das wollte ich halt jetzt für andere FSFE-Aktivisten freigeben, damit die daraus irgendeinen Folder machen können oder irgendwas. Also ich möchte, dass das gefunden und geshared wird und da ist eben genau das Gegenteil von ich stelle es auf meine eigene Homepage, sondern ich dachte, und bis jetzt ist mir halt nichts Besseres eingefallen als eine Flickr-Gruppe. Aber auch das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ja, wer was Chat ist, weiß ich. Ich möchte, dass es viele, viele sehen und trotzdem eine gescheit Creative Commons Lizenz wird. Ja. Ich könnte es auf internetarchiv.org hochladen oder so, ne? Die sind halbwegs groß, aber vielleicht weiß unser Search Engine Optimierung oder was. Wie kann man als nicht als unbezahlter Nicht-Firmen-Content gefunden werden. Ja, so wirklich, mir fällt, du hast jetzt schon die wichtigsten Dienste angesprochen. Und sie wollen halt immer, sie machen es halt ganz einfach bei Picasso und Co. Kriegst du ein gewisses Volumen geschenkt. Ja, auch, also auch bei Flickr muss man ja sagen, ein Terabyte derzeit. Ist es ein Terabyte? Ja, das ist ganz toll. Was mich sehr verwundert hat, dem bin ich nie nachgegangen seit neuestem, nervt mich Google Plus immer wieder. Wir können Ihre Fotos jetzt kostenlos in die Cloud hochladen. Bitte klicken Sie hier, damit das nicht passiert. Also du musst es opt-out machen. Aber im Endeffekt wollen Sie halt... Wobei sie das Zuckerl ist ja, dass du dann unlimitierten Speicherplatz hast angeblich. Aha, also alle von meinem Android wandern zum Beispiel alle Fotos in die Cloud, in meinem Google Plus. Ja. Und dort sind sie dann nur für mich sichtbar, weil ich das nicht geshared habe. Es kommt halt jedes System mit seinen Vor- und Nachteilen. Mhm. Es gibt ja viele Speicherdienste, die halt echt von manchen verschrien sind, wie Box.net oder Dropbox. Ja. Du willst auch nicht die all glücklich machen. Es gibt keinen Service, das kostenlos ist, weil es gibt sowas wie kostenlos nicht. Es steckt immer ein Gedanke dahinter, du musst immer den Gedanken dahinter fassen, weil wer schenkt dir schon Speicherplatz? Ja. Das kann und will sich niemand leisten. Die, wie heißt die von Yahoo? Die Maya, genau, die schenkt mir ein Terabyte. Sagt sie nur. Eine Zwischenfrage zum Thema Essen beim Garib. Es hat mir sehr geschmeckt. Also ich kann es wirklich empfehlen. Es ist keine Schleichwerbung, sondern es ist ja auch eine Empfehlung, dass auch mir andere Gäste, nicht nur ich, hier mal vorbeikommen und sich hier der Diskussion stellen und ihren Beitrag leisten. Ich glaube, nachdem ich erstmal eineinhalb das Bier habe, diskutieren wir das schnell intern aus. Ja. Also es lag im letzten Biertaucher-Podcast, hat der Hopp versprochen, einen Steam-Key für Wasteland 2 für den nächsten, der sich erblicken lässt beim Biertaucher-Podcast. Das bist jetzt du. Aha, ja. Magst du einen Steam-Key von Wasteland 2 haben? Das ist oder hast du eh keine Zeit zum Computerspielen? Ich habe ehrlich gesagt keine Zeit, weil ich weiß, dass ich dann mich wieder vertrödel. Deine Firma geht dann den Bach runter. Ja, Steam habe ich noch gar nicht probiert, muss ich sagen. Es gibt es wahrscheinlich auch für Mac. Ich bin jetzt mittlerweile mehr der Mac-User. Das ist eine gute Frage. Wir werden nochmal beim Hop rückfragen. Aber ich habe letztens nämlich irgendwas runtergeladen. Keine Ahnung, auch so ein Streaming-Service. Keine Ahnung, wie ich auf das gekommen bin. Aber irgendwie habe ich gemerkt, das ganze Ding ist sehr mühsam und es zieht meine Lebenszeit ab, ja, und das ist halt echt, ja. Computerspielen ist nur mehr in kleinen Dosen wird es genossen, also apropos Streaming-Service, haben wir einen Netflix-Probe-Account vielleicht schon besorgt? Ich war kurz davor, das zu aktivieren, im Apple TV, aber es ging auch so, ich habe es dann nicht getan, weil
ich dann gedacht habe, dann sind meine nächsten 30 Tage dahin. Ich hatte zwar jetzt die Gelegenheit, weil ich eine Woche zu Hause mit so einer Hüftgeschichte im Bett liegrig war, aber in der Zeit war ich völlig produktiv und habe nicht herumgetrödelt. Ja. Oh. Gratulation. Auf dem Bett liegend am Laptop? Habe ich jeden Tag einige Stunden mehr, fast mehr gearbeitet, die normale Workload gemacht und habe natürlich zur Belohnung habe ich am Abend kurz mal so reingeschaut. Ich habe da über Dinge gelesen wie Kino, XTO und das auch funktioniert. Ja. Das hat auch prächtig funktioniert. Vor allem war ich erstaunt, wie dämlich die österreichischen Netzsperren sind, nämlich bei Drei, dem Provider, den ich derzeit mit LTE nutze in Graz. Der hat einfach den DNS umgestellt und wenn man den Google DNS einstellt, 8888, also 4x8 und dann 8844, kommt man problemlos zu diesen Services. Verweise auf das Interview in der vorletzten Biertacher-Folge mit dem Typen von dem Anti-Piratie-Service, der gesagt hat, wegen dem Urteil müssen sie jetzt eben nicht nur DNS-Sperren machen, sondern auch eine Totalsperre. Oder ein Wender, ne? Wie auch immer das funktioniert, aber das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Und im Endeffekt, möchte ich jetzt auf Kino.to gekommen. Genau, und habe mir einfach dann aus Testzwecken einmal einen Film 2 Stunden angeschaut. Ich werde mir nicht kaufen, weil der Film war einfach schlecht. Man muss sich selbst mit sich ins Reine kommen. Ich habe auch früher als Jugendlicher da und dort Spiele am Commodore 64 zugesteckt bekommen, die ich nicht bezahlt habe. Aber manchmal auf der Xbox habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt dann mühevoll den Weg der Raubkopierer gehe, kaufe ich mir das blöde Spiel um 30 Euro, weil es schneller geht und die 30 Euro würde ich ja sonst auch für was ausgeben. Das Problem ist halt wirklich, wann zahlt man nicht für Content? Schwierig. Und die Schwellen. Also bei Spielen ist es mir zum Beispiel auch so gegangen. Ich kaufe jetzt relativ oft Spiele und bin jetzt durchaus Humble Bundle jetzt. Genau, das ist so ein Sonderangebot, wo mehrere Spiele zu einem Angebot zusammen, wo man selbst bestimmen kann, wie viel man zahlt. Und das ist ja total unterschiedlich, was es einem in dem Augenblick wert ist und was für welches Angebot man sich. Ich bringe noch immer ins Argument, weil ich es als Jugendlicher gelesen habe und nicht mehr davon loskomme. Nicolas Necroponte hat einmal diese Idee gehabt, jeder Hersteller eines Spiels, Films, sonst wie soll definieren, was er damit verdienen will. 100 Millionen, 10 Millionen, 1 Million. Wenn es erreicht ist, wird es Open Source. Einfaches Gedankenspiel. Und dann kann jemand sagen, okay, ich verdiene schon mein eigenes Geld oder ich gebe die 10 Cent. Und natürlich ist jetzt nicht diese Möglichkeit, dass man dann endlos reich wird, aber was macht YouTube mit noch mehr 100 Millionen? Das können sie nie ausgeben im Leben und sie verlieren auch den Bezug zu Geld. Ja. Und das würde ich jetzt nicht viel zurückgeben, halt das Ganze zu. Ja, wobei man jetzt sagen muss, dass sehr viele Spiele ja eine Variante davon machen, zum Beispiel wenn jetzt Spiel XY in Version 3 rauskommt, wird dann oft das Version 1 oder Version 2 auf der Homepage zum Download freigegeben, weil es meistens eh nicht mehr auf den aktuellen Systemen gescheit läuft. Mhm. Es wird aber nicht geopen sourced, also es ist nicht frei sondern wie Freedom, sondern es ist nur frei wie Bier zum Download. Und also oft ist das so, wenn man dann mit Entwicklern redet, sie können das auch, wenn sie das freigeben wollten, also wenn sie sagen, echt, das ist mein Source Code, macht was Schönes raus, können sie gar nicht, weil die Rechte ja beim Publisher liegen und die. Ja, also wenn der Publisher nicht mehr existiert, kann er dir nicht das freigeben. Ne? So wie die Monkey Island-Rechte. Ja, genau. Aber ich glaube, es hängt auch viel mit Transparenz zu tun, weil wenn ich sehe, da ist jemand, der schon 100 Millionen Dollar mit einem Lied verdient hat, dem gönne ich jetzt, sage ich, als normaler Mensch, die nächste Dings nicht so, als wenn ich sehe, ich ein bin junger Künstler, der junge Künstler, der sagt, ich brauche das, damit ich die Miete bezahlen kann. Dann hat man natürlich als sozial denkender Mensch ganz andere Geschichten und sagt, okay, dem möchte ich das nicht verwehren. Es ist halt wirklich, da kommt jetzt die ganze Geldwirtschaft und Marktwirtschaft eigentlich auf die Probe gestellt. Und wenn man sich so anschaut, wie weit Geld auch nur Konstrukt ist, wieder ein anderes Thema, sieht man eigentlich, was im Web alles so probiert wird. Also gerade für Musiker ist das ja mittlerweile schon ein ganz anderer. Ich schaue da immer fasziniert drauf auf Plattformen wie SoundCloud oder Bandcamp und so. Und da hat sich einfach schon die Beziehung zum Fan, zum kleineren Flatrate-Modell, was ja auch bei E-Books kommt. Ich weiß nicht, gar nicht Flatrate. Ja, also Flatrate. Na, Humble Bundle beispielsweise bei Bandcamp, dass du irgendwie sagst, okay, du kannst von 0 bis 10
wie viel Dollar du zahlen möchtest fürs also Album zahlen. Also Plus sozusagen mit. Ja, und bei Soundcloud gibt es schon noch vieles, wird aber auch, ich weiß, bei Soundcloud ist es weniger verkauft, bei Bandcamp ist es mehr, dass du dort die Musik verkaufen kannst. So, aber naja, es hat auch diesen Follower-Charakter und Künstler, diese Albumstruktur, die man ja, ja noch vor ein paar Jahren diskutiert, dass das eigentlich schon schön wäre, das zu behalten aus künstlerischer Sicht, aber für viele Künstler ist das immer so eine Balanceakt zwischen, okay, den Track machen wir gratis und den kriegst du so und hör an und du ist immer diese Balance zwischen Fans anfüttern irgendwie und dann doch einmal zu einem Kauf irgendwie zu bewegen. Jetzt gibt es das Störgeräusch der Woche aus dem Sponsor von der Musikindustrie. Das ist ein Geräusch aus der Wand. Das ist ein Geräusch aus der Wand. Aber spannend ist auch, dass das ganze Flatter so in den Mainstream ja auch nicht so ankommt, dass man sagt, man hat so sein Budget, dass man flattert und na, das hat sich auch nicht, also bei Flatter auch sehe ich auch jetzt zurzeit kein Wachstum oder das. Ja, hallo, bitte. Oder. Die letzte Bierdorfer-Podcast-Folge, die erst seit Sonntag online ist, wurde schon zweimal geflattert. Ja, boah, ja, so gesehen. Ja. Danke an dieser Stelle. Das ist schon ein grüner Bereich dann. Ja, ich meine, da sind wir schon lang, dass wir mehr mit Flatter einnehmen, als wir ausgeben, weil ich mein Budget auf 2 Euro limitiert habe. Aber das toppt man schon regelmäßig. Aber eine Familie kann man eine Vierköpfige. Nein, also der durchschnittliche Flatter, ein Income im August war jetzt ca. 5 Euro, oder? Oder im September war es 5 Euro. Ja, seit 2 Euro Ausgaben. Also. Ja. Nicht einmal ein Bier. Oh, über die Jahre, jetzt haben wir schon ganz schön angesammelt. Aber es ist für uns ein schon neuer Festplatten. Sagen wir so, es würde den Biertaucher Podcast in der Form wahrscheinlich nicht geben, wenn wir nicht geflattert wären, weil das einfach für uns ein Zeichen ist, dass das jemandem was wert ist, was wir machen. Bist du auch auf der Suche nach deinem Ursprung? Ja, also wir haben einen Mauerbrumm, der Mauerpunkt, aber wir senden uns da draußen weiter. Ich habe zwei Themen. Ich habe ein Buch zum Rezensieren und vom Heldenplatz würde ich gerne erzählen. Ja, sehr gut. Jemand das Mikrofon halten mag, dass ich mehr gestikulieren kann dabei. Passt, aber ihr könnt mich voll unterbrechen, ich weiß auch sonst endlos und so. Ja, mach mal ein Thema, genau, und dann lässt die Big Brother Awards sich entschieden. Okay, Big Brother, dann fangen wir an mit dem Heldenplatz. Ja, also ich habe mich auf den Heldenplatz begeben, am Nationalfeiertag, Panzer schauen, ja, ganz, ganz patriotisch. Man muss dazu sagen, ich habe meine Jugend verbracht auf Antikriegsdemos, habe lange Haare gehabt und bin natürlich überzeugter Ziviler oder die Wissenskommission absolvieren müssen damals. Okay, und dann bin ich halt zum ehemaligen Feindtag gegangen und habe geschaut, wie es denen jetzt geht, und man weiß ja aus den Medien, denen geht es schlecht, also die haben kein Geld für Benzin und so, man wundert sich, dass sie dann noch ein bisschen militärische Hardware am Heldenplatz zusammen chauffiert haben und so, und natürlich waren sehr viele Würstelstände dort, und ich muss auch zugeben, die haben mich ein bisschen mehr fasziniert als die ganze Zeit. Den einen Black habe ich eh schon gekannt vom letzten Jahr, was war dort ein Black hat und eine so Giraffe, so ein Radargerät, und ja, und was war neu diesmal, es war ein militärisches Zeltsystem, was sehr cool ausgeschaut hat. Das war so ein bisschen ausgeschaut wie Mondbasis Alpha 1. Also es waren so tunnelförmige Zelte, in denen es aber gehen können hast. Und die wurden von innen aufgeblasen mit einem Aggregat und waren dann warm. Und die hat man dann so modulmäßig zusammenstecken können. Also du hast da praktisch so ein Mars- oder Mondbasis-System, kannst du damit ja machen. Ja, war recht cool. Und das dürfte halt neu sein. Das haben sie erstmalig ausgestellt und da halt durchgehen können. Und sonst waren sehr viele junge Leute in Uniform, die halt Schnaps ausgegeben haben oder halt Prospekte ausgeteilt haben oder halt so ihre Waffen und so präsentiert haben, und es waren Kinder, die mit Maschinengewehren auf eine Menschenmasse gezielt haben, und die Maschinengewehre waren nicht geladen, aber wurden fest fotografiert, und dann Kinder, die in einem Pandur-Panzer halt da mit Maschinengewehr herumkraxeln durften, und Kinder, die mit so einer Flugabwehrrakete herumzielen durften und an so einem Seil herumfahren dürften, ja, also eine größere Volksbelustigung und stärkt die zivile Landesverteidigung, hoffe ich zumindest. Ne? Und was mich als demokratisch oder politisch interessierter Mensch dann mehr interessiert hat als die Waffen war und die ganzen Waffenverteidigungssysteme und so, war jetzt die Tatsache, was hat jetzt heute.at, die Tageszeitung oder Radio Wien für einen landesverteidigungspolitischen Mehrwert, dass die da gleichberechtigt einen Standl haben dürfen, neben dem, was weiß ich, neben dem Pioniersbataillon oder dem
Jägerbataillon. Was ich noch kapiert habe, war, dass zum Beispiel das hat sein Zelt gegeben über Minen, Kampfmittelräumdienst, also über Minen, und waren so ein paar Minen aufgetürmt und dieser Minenbergepanzer, der die dann sprengen kann, und Minensuchgeräte. Und da habe ich mir auch ein sehr schönes kleines Büchlein geholt, über so wie man Minen erkennt, falls ich mal. Ist das in Wien heute das Problem, oder? Ich weiß, vor kurzem ist der sogar zum Einsatz gekommen, dieser Minenräumpanzer. Das sind so ferngesteuerte, wie ein ferngesteuerter Bagger schaut er aus, und vorn statt einer Bagger hat er so eine Art Bohrgerät, und das. Ich glaube, einer fährt gerade. Ja, wahrscheinlich wird er, ja, beim Garib, ja. Okay. Oder ein U-Boot, keine Ahnung. Ja, und das habe ich schon kapiert. Also neben diesem Kampfmittelräumzentrumszelt war eben ein Zelt von irgendeiner Bürgerinitiative oder Initiative gegen Minen, gegen Landminen, die haben halt. Das haben wir gedacht, okay, das macht jetzt an Sinn. Also da geht's, das sind die vom Bundesheer gegen Minen, und das sind halt die Zivilisten gegen Minen, ja. Aber was jetzt halt ja, die Emma so und so macht, und neben der Landeswehr, habe ich auch nicht kapiert. Ich habe aber live den Bürgermeister gesehen. Ich kann hier ungeschminkt sagen, er schaut wirklich um 10 Uhr morgens schon besoffen aus. Also das ist wahrscheinlich, hat mit der Amtstätigkeit zu tun. Recht bleich, und also wahrscheinlich hat er gerade eine anstrengende Besprechung gehabt. Also er ist so entgegengekommen, umgeben von einer Horden Atlaten. Und was habe ich sonst gemacht? Ein sehr positives Erlebnis, muss ich auch anerkennen. Und zwar, ich habe einen langhaarigen Soldaten gesehen und dann halt einen anderen Soldaten angesprochen, ja, Jens, wie geht das? Und auf der da lange Haare haben, hat er gesagt, ja, wissen Sie, das ist ein Milizsoldat, und die dürfen nämlich so ausschauen, wie sie wollen, weil wenn du den Grundwehrdienst abgeleitet hast, darfst halt die Haare auch lang tragen. Und dann haben wir halt so diskutiert, wie ist das mit Frauen, müssen die auch die kurze Haare haben? Und sie, nein, Frauen müssen die Haare nicht kurz haben, aber sie dürfen sie auch nicht überlang haben. Da gibt es also für Rekrutinnen eine Gefechtsfrisurfreeordnung, dass die Haare halt. Wahrscheinlich so ein genau, ja, hat er auch wörtlich gesagt, ja, dass die Haare halt unter den Gefechtshelm passen, und aber für Männer gilt das nicht. Das ist ein Fall von Ungleichbehandlung. Ja. Also ein männlicher Rekrut muss die Haare kurz haben. Nach das Gleiche wie mit den Friseurpreisen für Männer und Frauen. Das ist auch heute noch ein ungelöstes Problem. Ja, ja, warum? Ja. Absolut, ja. Also wird auch ein Podcast. Warum zahlen Frauen wirklich drei- oder viermal so viel per Friseur? Ja, ja, ja. Und Männer mit langen Haaren. Okay, ja. Und was war jetzt positiv? Also zwei Sachen. Eins war eher lustig, und zwar war das so ein Mann in einer Uniform des Deutsch- und Hochmeister-Bataillons, was man vom Ersten Weltkrieg, von diversen Sissi-Filmen kennt. Also wir haben so ein Kapperl und so eine blaue Uniform, und der hat dann gesagt, ja, er ist Deutsch- und Hochmeister und bla bla bla, und sie haben da so einen Traditionsverein, und auf jeden Fall sind wir ins Plaudern gekommen, und er hat dann sehr heftig eingeladen, zur Rosenburg zu kommen, weil da gibt es ein Ritterfestival, weil er ist nicht nur Deutsch- und Hochmeister, sondern er ist auch Hochmeister-Ritter, und da kann man sich mit echten Schwertern prügeln und echte Ritterrüstungen tragen. Also man hört, okay, also Rosenburg googeln im Internet und da hingehen, Ritterfestival, ja, wollte ich sowieso schon immer mal machen. Und das Zweite war, ich habe dann mit so einem älteren, circa 50 Jahre alten Milizoffizier geredet, da haben wir über diese Haarlänge geredet und sind dann ins Plaudern gekommen, und ich habe gefragt, ja, wie ist denn das jetzt? Also gibt es jetzt ein Milizsystem nach der Volksabstimmung oder das Bundesheer? Man hört, er hat so wenig Geld, und gibt es jetzt doch einen Trend zum Berufsheer? Und er hat mir dann gesagt, also er kann es mir nicht politisch erzählen, da muss ich zum Verteidigungsminister gehen, er kann mir nur seine Sicht als Milizoffizier erzählen, also Milizunteroffizier. Und er hat gemeint, also dass ein Milizsystem schon einen Vorteil hat, nämlich dass du mit demselben Geld sehr viel mehr Männer-Mannstärke kriegst im Aktivierungsfall. Also wenn jetzt eine Überschwemmung zum Bekämpfen ist oder eine Grenze zu sichern oder so, kriegst du mit demselben Budget im Milizsystem sehr viel mehr Männer in Uniform, nämlich innerhalb von 2 Tagen bereit. Und das ist sozusagen das Argument, ein Argument für die Miliz. Und das andere ist, dass die Milizionäre alle Freiwillige sind. Das heißt, die sind dann seiner Meinung nach weniger anfällig für einen Missbrauch seitens der Regierung, weil wenn du Berufssoldat bist, ist ja die Regierung dein Arbeitgeber. Und wenn du Milizionär bist, hast du einen Zivilberuf und tust in deiner Freizeit praktisch Milizen. Und wenn da jetzt sozusagen die Regierungspartei oder wer halt auch immer das Militär jetzt zum Beispiel für einen politischen Zweck missbrauchen will, das muss jetzt nicht ein Putsch sein, sondern kann einfach nur dass du einen Parteitag absicherst oder sonst was, dann kann er sagen, na, mit mir nicht. Und wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ne? Also er hat gemeint, das ist demokratiepolitisch besser, und das hat mich dann halt sehr interessiert, haben wir ein bisschen diskutiert, und das Letzte, was ich mit ihm geredet habe, war dann
über zum Thema Frauen in der Miliz, und das war dann sehr lustig. Also was also die, auch die Miliz nimmt jetzt weibliche Rekruten an, und Miliz ist halt ein gestandener Männerverein. Das war am Anfang ein bisschen schwierig, aber nein, inzwischen hat sich das eingespielt und so, und sie freuen sich über ihre Frauen, die sie haben und so, und das geht jetzt auch. Und dann habe ich gesagt, ja, und warum ist er in der Miliz? Er war jetzt irgendwie 30 Jahre in der Miliz, und was war das Beste daran? Er investiert ja sehr viel Zeit, also er kriegt zwar vom Arbeitgeber refundiert, aber trotzdem, du investierst also praktisch mehrere Tage pro Monat, und dann gibt es noch freiwillige Mehrarbeit für Vereinsfunktionen und so. Und was macht er? Also das sind zwei Sachen. Also das eine ist, du hast sozusagen eine berufliche Alternative. Wenn dir jetzt dein Zivilberuf keinen Spaß mehr macht, kannst du dich jetzt zum Beispiel im Golan verpflichten oder auf einen Auslandseinsatz des Bundesheeres, und bist, weil du halt im Miliz einen höheren Rang hast, hast jetzt praktisch eine höhere Refundierung als ein normaler Rekrut, der jetzt keinen Offiziersrang hat. Also das ist sozusagen etwas, was es dir gibt. Und das andere hat er gemeint, ja, es ist die Kameradschaft. Und also das sozusagen, er hat einen guten Grundwehrdienst gehabt, und die Kameradschaft war halt so, ist halt so gut, auch die er sich sozusagen durch seine Vereinstätigkeit beim Miliz sozusagen erarbeitet. Und da hat er wirklich ein sehr zitierenswürdiges Zitat gesagt. Er hat gesagt, wissen Sie, ich war dreimal verheiratet, aber die Milizfreunde, die habe ich jetzt immer noch. Kameraden, ja, und okay. Wenn ich dann noch ein Problem habe, der Kamerad, der ist wenn ich um 2 in der Früh anrufe, der ist um 3 in der Früh bei mir, und bei Frauen, wissen Sie. Und das hat mir dann doch sehr zerbrechen gegeben, aber ich dachte, ja, also da kann man nichts dagegen gut sagen. Ne? Österreich ist das Land der Clubs, Vereine und genau, ja. Vereinsleben. Aber ja, also, wie soll ich sagen, ich habe mich gefreut, ein fundiertes Gespräch zum Milizwesen zu führen. Ja, das ist nicht ganz materialistisch, und wir töten jetzt alle Russen und. Nein, er hat auch gemeint, also er hat sogar so gesagt, also man sagt so, also die Miliz sind lauter Rainbows und so, und er hat gemeint, dieses, dass es so ein Vollblut-Rainbow ist, das ist dann eher beim Berufsherr, oder wahrscheinlich sagen die beim Berufsherr genau das andere. Die sind vielleicht die Intellektuellen unter den Soldaten. Er hat gemeint halt dadurch, dass es ein freiwilliges System ist, sind die mehr in der Bevölkerung verankert und haben einen Zivilberuf und tun sich das freiwillig an. Eine Frage würde mich noch interessieren, weil es ja immer in den Medien kolportiert wird, dass die Cybercrime-Einheit 100.000 Cyberhacker, sind die beim Militär jetzt? Jetzt sind die dann beim Innenministerium, aber keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja, aber wo sitzen die? Haben die schon, es heißt immer, wir müssen jetzt diesen Cyberkrieg gewinnen und Abwehrkriege, und das ist die Zukunft. Also wenn ich zitieren darf, Österreich leistet sich 30 Generäle, zum Vergleich die USA auch sogar ein bisschen weniger. Und ich, Österreich leistet sich meines letzten Zählung nach auf 3 Geheimdienste. Aha. Ich nehme an, jeder hat eine kleine Cyberabteilung. Es gibt eine eigene Cyber-Koordinierungsstelle. Die sind alle gut in der Cloud versteckt. Aber suchen die dann auch immer Nachwuchs durch solche Nachwuchsveranstaltungen? Ja, das kann ich aber wirklich sagen. Da gibt es jetzt eine Cyber-Security-Challenge. Ja. Wenn man spielen, programmieren.de/blocklist, ist die verlinkt. Ja. Und da ist einer der Sponsoren auch wirklich das Heeres-Nachrichtenamt. Okay. Also, wenn Sie Hacker werden wollen für die Republik Österreich, bitte zur Cybersecurity-Stelle. Darf man Dinge kaputt machen und kriegt bezahlt dafür? Absolut, ja. Da also das ist eigentlich und Feinde der Republik, wie die Bierdorfer, darfst du dann voll durch Bohrgeräusche nerven. So, es ist, wie gesagt, der Kampf um die Talente. Ja, aber mein Fazit ist, also war ein nettes Gespräch, und ich habe sozusagen mich mit dem Milizthema nicht so sehr befasst als Zivilierer, aber sozusagen ein bisschen einen Einblick gewonnen. Und mit den, also was mir leider nicht gelungen ist, ist nachher einen Berufsoffizier zu fragen, genau dieselben Fragen, um dem seine Meinung zu kriegen. Ich kann nur noch vom Milizoffizier erzählen, der hat dann gemeint, also die Berufssoldaten, die haben jetzt das große Problem, dass sie, er hat einen super Ausdruck gehabt, sie sind überbeübt oder irgendwas hat gemeint. Also er hat gemeint, sie sind vom System halt geschädigt, weil ständig herumreformiert wird, vom Dienstgeber halt, also das wird gekürzt und das wird jetzt anders gemacht und das und so. Und er hat gemeint, dass das erhöht dann halt den Frust. Und als Berufssoldat bist du, ist das ja trotzdem, ist die Republik dein Dienstgeber, und du erwartest da ja auch eine gewisse Beständigkeit, weil der deine Lebensplanung drauf aufbaut. Du bist jetzt nicht für ein Jahr Berufssoldat, sondern halt für längere Zeit. Und wenn halt ständig herum reformiert und gekürzt wird, wie in jeder Firma, erhöht sich halt dein Leidensdruck, und du
bist eher dann weg vom Fenster oder kündigst innerlich. Und das hat er gemeint, das ist derzeit ein Problem bei den Kollegen, die er kennt vom Beruf. Kann man sich aber auch denken, dass Krieg jetzt nicht so das Zukunftsthema in Österreich hoffentlich ist? Hoffentlich. Wenn man ein bisschen weitschauend ist. Ja. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, durch das Gespräch, jetzt sage ich jetzt als Zivildiener Hut ab vor denen, die sich das sozusagen freiwillig ein aktives Milizleben antun. Ja. Trotzdem sehr viel Commitment von der Zeit her und von sozialem Engagement. Ja, ich sage Hut ab für alle die Rotkreuz fahren, Leute pflegen und was Das ist selbstredend, aber das kam jetzt von mir als Ziviler, muss ich sagen. Ehre, wem Ehre gebührt, dass der hat das gut gemacht. Zu einer weniger militärischen Angelegenheit veranstaltet. Ja, ich glaube, ihr müsst keine Angst haben, dass ich irgendwie ins Militärische abgehe. Möchtest du schon rekrutieren? Ja, genau. Nein, ich sage Respekt für jemanden, der sich freiwillig. Ja, man kann ja nie wissen. Also es ist ja eine gewisse Stütze der Gesellschaft, aber wir hoffen nicht, dass wir sie brauchen. Wie auch immer. Finden wir jetzt einen Bogen? Ja, richtig. Also wenn wir das über Cybertruppen geredet haben. Es gibt ja auch die internationalen Firmen, die nach Trachten uns Gläsern zu machen. Und darum ging es bei dem Negative Awards Veranstaltung, die ich besucht habe, von der Quintessenz veranstaltet im Rabenhof Theater, immer um denselben Termin herum und dieselbe Zeit. 19 Uhr hat es stattgefunden. Und ist eine Veranstaltung, die moderiert wird von zwei Bekannten, die kennt man glaube ich aus FM4, den Gerald Wotowar und die Miriam Unger. Ja. Und es gab auch es gibt immer Unterhaltungsprogramm dazwischen ein bisschen, es ist meistens immer so entweder eine Band, diesmal waren es so zwei Puppenspieler, ein Puppenspieler und eine Puppenspielerin, die so österreichische Charaktere mit Puppen dargestellt haben, die so ein bisschen im wienerischen Slang geschimpft haben. Das war eigentlich ganz gut. Und es gibt dann, wie es bei so einer Preisverleihung halt ist, verschiedene Kategorien. Die werden dann von Leuten vorgestellt, die meistens aus der Technik kommen, die sich mit der Problematik auskennen. Zum Beispiel auch der Thomas Lohninger hat, glaube ich, eine Kategorie vorgestellt oder hat er nur eine Zwischenrede gehalten, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber den kennt man auf jeden Fall, der hat den AK-Vorrat beispielsweise organisiert und war da maßgeblich daran beteiligt. Und ich kann es eigentlich nur empfehlen, ich war letztes Jahr schon begeistert davon und dieses Jahr ist das auch wieder flott flott vorgetragen worden und hat eine richtige Mischung aus ernstem Hintergrund und trotzdem ist es eigentlich eine unterhaltende Veranstaltung, so kann man das eigentlich sagen. Was für Kategorien hat es denn gegeben bei den Big Brother Awards? Das war einerseits die Kategorie Kommunikation und Marketing. Ja. Da gibt es dann die drei Nominees pro Kategorie und dann öffnet der Wotowa oder die Miriam dann halt irgendwie das Kärtchen, so wie es sich gehört, und dann wird vorgelesen, wer dann den Preis dann auch wirklich gewonnen hat. Und dann beginnt der spannende Part fürs Publikum, weil dann muss man sich entscheiden, ob man Buh ruft oder klatscht. Was für mich ja gar nicht so einfach ist, weil einerseits entweder beklatscht man, dass der Gewinner richtig erzielt wurde, oder buht man den Gewinner aus, weil der natürlich einen negativen Award gewonnen hat. Da hat sich das Publikum bis zuletzt auch nicht wirklich entscheiden können. Ich habe auch beides gemacht. Ja, wir wurden aber vom Wotowa irgendwie aufgefordert dazu, dass wir noch mehr Buh schreien sollen, statt zu klatschen. Ja, und manchmal werden ja dann die Gewinner kriegen auch die Chance, da sich an das Publikum zu machen und so. Wurde nicht wahrgenommen. Ja. Also zum Beispiel die Kategorie Kommunikation und Marketing ging diesmal LG Electronics. Die haben nämlich einen Smart TV rausgebracht. Soweit ist das noch unspektakulär, aber sagt, wirst du am Anfang beim Einrichten dieses Fernsehers gefragt, ob du auch diese Smart TV Features nutzen möchtest. Das heißt, da bekommst du so ein kleines Media Center und kannst ein bisschen YouTube surfen oder ob du den Smart TV einfach nur als Anzeige nutzen möchtest.
Problem ist, wenn du dieses Smart TV aktivierst, dann werden alle Daten unverschlüsselt an LG Electronics übermittelt. Das heißt, welche Videofiles du angeschaut hast, bis zu welcher Minute. Und nicht nur die Sachen, die du dir so im Internet anschaust, sondern auch USB-Platten, die du anschließt, wo vielleicht die Wartefilme drauf sind. Ja, das hat man sehr gern. USB-Sticks. Freundlicherweise haben sie eine Funktion eingebaut. Und die Videokamera, die eingebaut ist, im Fernsehen wird auch immer. Justiert sich dann immer so. Um zu wissen, ob du anwesend bist vor dem Fernseher. Ja, es gibt sogar eine, sie haben ja ein bisschen, einen Schritt haben sie noch weitergedacht. Es gibt eine Funktion, dass man diese Übertragung, dass man seine Privatsettings so einstellt, dass es nicht übertragen wird. Blöd ist, dass diese Einstellung nur gar nichts macht. Du wehnst dich da zwar an der Schalke zu haben, aber es werden die Daten noch weiterhin munter an LG übertragen. Aber kommt dann, wenn sie auf Fleck mit, diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Ja. Naja, es ist, es ist eine quasi Fehlinformation. Vielleicht fixen sie es ja noch, zumindest einen Fehler, aber zu Recht verdient, würde ich jetzt mal sagen. Okay, ja. Was haben wir sonst noch in der Kategorie Wurp? Ah ja, einmal hat noch gewonnen die Universität Salzburg, interessanterweise. Die hat nämlich beschlossen, E-Mail und solche Services, die müssten wir doch eigentlich nicht mehr selber machen, das ist auch ziemlich viel Aufwand. Und Gmail? Wir nehmen Google und Gmail. Das ist halt irgendwie mit den Google-Richtlinien, die dann allein schon halt den Geheimhaltungsrichtlinien für Dissertationen, Diplomarbeiten und andere Sachen, die halt den und dein Studium betreffen. Naja. Aber im Prinzip haben sie damit die eigene IT outgesourced nach Kalifornien. Ja, das ist also ein bisschen allein der Arbeitsplatz. Weil die Gesetze, ne? Die gesetzlichen Regelungen gelten dann in Kalifornien. Von den Gesetzen rede ich gar nicht, aber es ist natürlich, Google versucht ja, in dem Hinblick, wenn man wieder positiv denkt, dass sie auch Universitäten und der Bildung sagt, wir geben euch das gratis. Wenn man vom Guten ausgeht, ist es ja schön, dass man gewisse Dinge outsourced. Also Google ist ja nicht nur so, dass sie nur von Firmen nehmen sie Geld, von Universitätseinrichtungen und Scholarship und du kannst auch, das kennen die wenigsten, als bedürftige Organisation oder Spendenorganisation Google AdSense kriegst du, glaube ich, auch Guthaben, um deinen Good Cause zu bewerben. Also Google gibt auch Tausende und Zehntausende von Euro für kleine Firmen oder, sage ich, Organisationen aus, die sich sonst nie die Breitenwirkung bekommen haben würden. Ja. Also ist natürlich ein sehr, sehr schmaler Grat, wo man dann... Da muss man halt sensibel vorgehen. Ja. Es ist schwierig. Das bin ich auch selber Google-Fanboy und auch als Einzelunternehmer jetzt profitiere ich zum Beispiel, dass Google diverse Service für Unternehmen auch anbietet und zwar gratis. Also ich benutze jetzt nicht alle davon, aber es ist einfach eine Dienstleistung, die sie bringt. Andererseits sehe ich, dass da gerade bei den Unis jetzt gibt eigentlich schon die Uni Google etwas, wo die Uni gar nicht kapiert, was sie der Uni der Firma gibt, weil wenn du jetzt einen Student hast, ist das die Phase im Leben, wo eine dauerhafte E-Mail-Adresse oder wo er überhaupt lernt, wahrscheinlich vernünftig mit E-Mail umzugehen. Das sehe ich bei meinen Schülern mit 14, gehst du nicht vernünftig mit E-Mail um. Und der Student könnte sich jetzt eine GMX-Adresse zulegen oder eine andere, ja, wird er nicht machen. Er hat jetzt normalerweise seine Studenten-E-Mail, was ja auch ein Zeichen ist, ich bin Student. Wenn da jetzt WU Wien steht, 1215 oder so, ist er WU Wien-Student und ist dann gezwungen, sich mit 25 oder wann halt fertig studiert hat, eine dauerhafte zuzulegen. Wenn er sich jetzt mit 20 schon, wann er zum Studieren anfängt, eine Gmail-Adresse zulegt, wird die sein Leben lang bleiben. Das heißt, du tust die Kundenbindung nicht nur 5 Jahre vorverlegen, sondern es ist die einzige E-Mail, die er kennt. Er weiß, er kann sie sein Leben lang behalten. Und es ist in der kritischen Phase, wo er jetzt sozusagen auch merkt, dass er in seinem täglichen Leben E-Mail braucht, weil er einfach sich um ein Seminar melden muss und so. Und da gibst du sozusagen einen Lifetime-Kunden als Universität Salzburg an Google. Und ich bin nicht sicher, dass das ein fairer Handel ist, den die da abschließen. Gut erkannt, aber nichts Neues. Ich sage nur Jugendkonto. Das Jugendkonto mit 14, da gab es noch kein Google. Schenk dir dein Konto, du bist schon her mit dein eigenes Taschengeld. Ja. Und plötzlich bleibst du dann, ich war immer bei der XY-Krypto-Dings
Und du wechselst dann auch die Wechselhürde. Und das hat nie jemand verteufelt, sondern das ist halt so. Ja. Das wird sogar noch als super Service verkauft. Ja, okay. Bei Google ist man halt noch kritischer, weil... Auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, man muss es halt abwägen. Und man muss auch so sagen, was sind die Alternativen? Selbst gehostete Systeme, die dann auch wieder für, wenn es Open Source ist und super gemacht ist, okay. Aber nicht immer ist es so, sondern manchmal ist dann eine Microsoft-Geschichte dahinter oder wieder was anderes. Genau, das wäre halt wieder die andere Bindung. Ja. Da hier die Autonomität, Gute, die dunkle Seite der Macht, die helle Seite der Macht oder die Seite der Macht, das ist immer irgendwo, verpflichtet dich. Aber es gab noch zum Beispiel Kategorien Behörden und Verwaltung. Da gab es nämlich einen Fragebogen, den die Gabriele Hengisch-Rossek ausgegeben hat, für, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann das mit der Schule oder noch Volksschule, die Kinder mal befragt hat. Ich glaube Volksschule. die von den Kindern ziemlich genau wissen wollte, was die so arbeiten, wie lange die arbeiten, wie oft man in Urlaub fährt, was die dann nämlich im Urlaub gemacht wird. Ich war schon ziemlich erstaunlich, aber ist so. Also unter welchem Zweck? Einfach um da. Um die Erhebung gemacht. Leider habe ich mich ja gerade offline. Ja? Ich habe eine genaue Motivation dessen Frage. Was ist die Lieblingspartei deiner Oma? Genau. Aber es, das hat schon. Welche Bücher lesen deine Eltern? Genau. Und ja, natürlich Facebook, wie wir schon besprochen haben in der Kategorie Weltverleiter. Der Klassiker. Okay. Das wird Facebook jetzt voll zu denken. Generell, man hat ja auch, also auch in den einzelnen Kategorien so Klassiker, der auch letztes Jahr aufgetaucht ist, zum Beispiel der Smart Meter, das sind diese Energieabnahmegeräte. Hier auch wieder, das ist halt, wenn man es richtig machen würde mit den richtigen Technologien, sicher ein moderner Schritt, wo man sich auch selber monitoren kann und Energieverbrauch besser protokollieren kann. Sicherlich gut, so wie sie es halt umsetzen, halt eine Katastrophe. Das ist halt so wie Elga, prinzipiell seine Patientenakte zu haben, digital, wo man es von Arzt zu Arzt weitertragen kann und so eine Geschichte deines Gesundheitszustands besteht, super. Es scheitert halt wie so oft immer an der Umsetzung. Und da war auch ein lustiges Rahmenprogramm. So zwar? Ja, es waren so zwei ein Puppenspieler und eine Puppenspielerin. Von diesem Rabenhof Puppentheater? Oder das weiß Maschek ich nicht, oder die dazu kann. Okay, Maschek war es nicht. Das waren so ein paar, die haben so auf Wienerisch, weiß nicht, so ein Rapid-Fan mal so persifliert oder haben von Qualtinger das Krüppellied gesungen, solche Geschichten. Aber es war durchaus lustig, oder? Also die beiden, mal so, sage ich oder so. Und wer noch am allerlustigsten war, fand ich, das war so, haben sie angekündigt, also einen norwegischen Alleinunterhalter, das war so ein Typ so mit Silberpaletten-Jackett, der auf seiner Orgel gespielt hat und Sachen gesungen hat. Und das Publikum, wie kann man sich das so vorstellen? Entschuldigung, wenn ich da jetzt unterbreche, aber wer ist da im Publikum? Also ungefähr. Das ist doch das sperrig. 30 kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Sehr viele Quintessenz-Leute. Ich habe zumindest sehr viele Leute gesehen, die das Leiberl getragen haben. Und durchaus kann man schon auch den technischen Hintergrund des Publikums sehen. Ein Nerd-Event, ne? Ja, ich weiß, so Netzpolitik. Ja. Also schon auch viele, die so nach Sysadmin irgendwie ausgesehen haben, wenn man es jetzt so sagen möchte. Aber durchaus ältere Zeit. Vor 3 Jahren oder so dort. Also ich habe auch so das Gefühl, es war so Kabarettpublikum. Jung, also wie soll ich sagen, jung, nicht Kinder, ja, aber so. Sehr nerdig, am Anfang haben sie gespielt, das kennt man vielleicht, dass er so ein französisches Lied ist. Nicke, 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 kennst du das vielleicht? Es wurde auf einer amerikanischen, in American Horror Story war das in der zweiten Staffel der Hauptsoundtrack. Das ist eine Nummer, die sehr eingängig ist und die hauptsächlich aus einem Französisch- und Frauenstimmen hohen Refrain besteht. Das haben sie ungefähr 20 Minuten vor Beginn, haben sie das in Dauerschleife gespielt. Also das hat jetzt mit wenig zu tun, oder? Das hat wenig zu tun, aber um den nerdigen Aspekt. Das geht nicht verloren. Du hast der höheren Nerd-Unterhaltung gefreut. Ja, ich bin generell, aber es ist interessant. Wie gesagt, ich habe schon vorher erzählt, der Thomas Lohninger ist ja auch aufgetreten. Und sie haben ja auch zwei Sicherheitsexperten da gehabt, die mit dem Glenn Greenwald zusammenarbeiten. Das ist der Journalist, der mit Edward Snowden zusammenarbeiten. Die haben da noch ein Plädoyer gehalten. Da war er, glaube ich, hat direkt die Sicherheitstechnologien irgendwie erarbeitet, dass der Glenn Greenwald verschlüsselt E-Mails und Chatten
kann. Und das war sehr beherzt, das war jetzt nicht so ein technischer Vortrag, ist vielmehr außer Please Use Security Mechanism, der awesome ist jetzt nicht irgendwie so rausgekommen. Aber es war alles im allem ein guter Ton und auch der Quintessenz Hauptchef hat gesprochen und da hat er einfach ein paar gute Gedanken gemacht. Ich meine, dieses Thema ist nicht bequem, es ist sperrig und man muss sich halt trotzdem irgendwie immer wieder das bewusst machen, weil es ploppen immer hier, da und dort Stories auf und so, aber man verliert doch irgendwie den Überblick und über die Dauer natürlich, weil uns schon 10.000 Mal unsere Privatsphäre verletzt worden ist, stumpft man auch ein wenig ab gegen überhaupt diese Sachen. Genau. Und, ist so ein Preis relativ gut und sie tüfteln noch ran. Also sie tüfteln an neuen Kategorien und wie man es noch drehen kann. Also ich glaube, die Veranstaltung. Geschafft haben sie es dann, wenn die IKEA-Verkäuferin jemand fragt, in welchem Stadtteil wohnen sie, geben sie mir ihre Postleitzahl und die Oma zurückschnauzt, das geht sie einen Dreck an. dann hat man Privacy mal verankert, weil zu fragen, warum immer man ausgefragt wird und die meisten Leute völlig obrigkeitshörig immer sagen, ja, oder auch wenn Volksschüler gefragt werden, was lesen deine Eltern oder wie viel verdienen deine Eltern, schau mal die Bankkontodaten zu und spionier doch deine Eltern aus. Aber das ist halt der hörige Österreicher, wird von jemandem mit einem Kapperl und Amtsschimmel gefragt und sagt sofort. Diese Mechanismen sitzen noch tief. Das ist, ja. Ja, ich stehe gerade mit Schauen am Heldenplatz und mit Uniform-Fetisch der Nation. Ja, so viel vom Big Brother Awards. Also ich bin nächstes Jahr hoffentlich wieder dabei. Ich hätte noch ein hübsches Buch zum Rezensieren. Ich werde mich kurz fassen. Jörg, wir haben dich so lange unterdrückt, weil du bist nicht, also ich bin, du redest ja. Okay. Also ich habe hier What If, was wäre denn, auf Deutsch gekauft, bitte, von Randall Munro, dem Erfinder von XKCD. XKDC kennt man, das sind diese kleinen Comics, die hauptsächlich aus Strichmännchen bestehen und die unter anderem Bestandteil der Programmiersprache Python sind. Also Python 3 Import Future oder so eingibt, dann von Future Import Gravity muss man eingeben, dann kommt man auf eine Webseite von einem XKDC-Comic, wo er sagt, wie toll Python ist. Ja, und was ist das jetzt? Warum habe ich mir das überhaupt gekauft? Weiß ich auch nicht mehr genau. Ja, doch, es wurde empfohlen in meinem neuen Lieblings-E-Paper im Linux Voice. Ah ja, genau. Und dann bin ich sofort nach Linux Voice lesen. Online bin ich zum Teil hier marschiert und habe gesagt, ich möchte das haben. Mhm. Und es gab es auch nicht mehr auf Englisch, nur noch auf Deutsch. Und ja, was ist das jetzt? Also es ist eher sehr viel Text, aber drinnen sind immer wieder diese typischen XKDC-Cartoons. Ihr seht die. Und der Typ, der XKDC-Typ hat irgendein Studium abgeschlossen, Physik glaube ich, und fühlt sich auch als Physik-Nerd. Und was ich gar nicht gewusst habe, er betreibt eine Webseite, die heißt What If, und da kann man ihm Fragen stellen. Und die versucht er dann halt wissenschaftlich so korrekt wie möglich zu beantworten. Die bitte du dich einlesen. Und die Fragen sind so, also die er gerne beantwortet, sind halt so, ja, wenn ich einen Föhn in einen Kühlschrank einsperre und ich tue das auf tausende Grad erhitzen und dann auf noch mehr Grad und dann auf noch mehr, was passiert dann? Und die beantwortet er halt in allen Details. Also zuerst bildet sich so ein Plasma um den Kühlschrank und dann wird wahrscheinlich der Raum, wo du bist, kaputt gehen und dann in einem Umkreis von so und so vielen Metern geht alles in Flammen auf. Also das sind halt so die Fragen, die er liebt. Und dann hat er noch eine eigene Kategorie, die kommt dazwischen immer vor, die heißt immer beunruhigende und seltsame Fragen aus der What-If-Website und dann halt, wo halt die Leute sehr, sehr seltsame Fragen stellen, wo er dann halt einen gewissen Terrorismusverdacht outet und dann sieht man so einen kleinen Cartoon oder wo er sich einfach nur über einen Fragesteller lustig macht, weil er einfach die Frage sehr dämlich findet. Ja, der Klappentext spricht mich sehr an. Ja. Das ist ein bisschen morbide Frage, aber das ist durchaus gut angebracht. Wann, wenn überhaupt, wird Facebook mehr Profile von Toten als von Lebenden erhalten? Genau, ja, und das versucht er dann halt wirklich ernsthaft zu beantworten. Und sind immer so sehr schöne Comic-Tools und Grafiken und Graphen und alles. Ist statistisch oder wie auch immer. Und ja, ab und zu, sein Lieblingsquote ist, also das sieht man so als kleine nicht Fußnote, sondern wie heißt das? Konnotation, also wie ein Hochzeichen in der Mathematik. Ja. Da steht dann Zitat, Quotation needed, Beweis nötig oder so. Okay. Da sind auch Formeln drin, aber wo haben wir das?
Weil er einen Namen macht oder dekliniert das durch dann wissenschaftlich oder lernt er den Leuten wissenschaftliches Denken quasi? Wie soll ich das sagen? Er gibt keine flapsigen Antworten, außer in diesem Teil, wo er sich lustig macht über die Fragesteller, sondern er versucht es ernsthaft zu beantworten. Ne? Okay. Also eins war jetzt so, ja, wenn ich eine Gewehrkugel hätte mit der Dichte eines Neutrinosterns oder Neutronensterns und ich schieße die auf die Erde, was passiert dann? Ja. Und dann sagt er halt, ja, also nehmen wir an, du hättest ein Gewehr, das auf magische Weise dieses Ding abschießen könnte und dann wird halt genau beschrieben, was passiert. Also das trifft nach so und so vielen Metern die Erde Oberfläche und dann bildet sich ein Plasma und dann verdampft das und würde das auf der Erde spürbar sein etc. Also er probiert es halt so gut er kann, das zu beantworten und man lernt ein bisschen was über Physik, über wissenschaftliche Herangehensweise nicht unbedingt, weil man merkt einfach, er beantwortet die Fragen, die ihm liegen. Also die er Kraft seiner physikalischen Ausbildung hat. Ne? Und andere Fragen, die wahrscheinlich genauso interessant sind, kann er halt nicht beantworten und die ignoriert er dann. Oder fehlt ihm einfach die Expertise. Ne? Ja. Aber eine Frage, manchmal verweist er auch nur auf eine Webseite, eine Antwort, gibt es Feuertornados? Ja, und dann sagt er ja. Google es. Was ihm sehr imponiert hat, ist anscheinend Felix Baumgartner, der jetzt vor kurzem übertrumpft wurde von einem Google-Mitarbeiter mit diesem höchsten freien Fall. Und genau, er hat mehrere so kleine XKDC-Cartoons, wo man sieht, Felix Baumgartner springt irgendwie von der Atmosphäre und irgendeine Fragesteller halt irgendein ein so und so Dingsbums fällt halt von noch höher runter, also er misst das dann in Baumgartnerhöhen und so. Sehr schön. Und das Schöne ist halt durch die Mischung, dass eine ernst gemeinte Antwort, aber sehr viele lustige Cartoons drin, die das klarer machen. Also mein Lieblingsding ist, könnte ich mit einem Flugzeug auf einem anderen Planeten fliegen. Ne? Und dann erklärt er halt, ja, also du würdest halt nach so und so vielen Sekunden erfrieren oder am Vakuum zerreißen und so, aber angenommen, das Flugzeug wäre isoliert und so, das ist eine Cessna. Und dann macht er halt so für jeden Planeten, wo es sich auszahlen wird, macht er einen kleinen Cartoon. Ja. Und bei der Sonne, also ist praktisch auch senkrechte Linie nach unten, weil du das Schwerkraft nicht aushalten willst. Und Saturn ist die Linie so nicht ganz senkrecht, sondern so ein bisschen schräger, weil du halt durch die Winde und so dort verwirbelt wirst und ich glaube auf Titan oder auf irgendeinem Mond von so einem Gasel könntest du sogar zeitlang herumtrudeln, bevor du an Sauerstoffmangel abstürzt. Ne? Physikunterricht könntest du durchaus. Also ich hätte das gern im Physikunterricht gehabt. Absolut. Nur noch für Chemie, Biologie, genau, Deutsch und alle anderen Fächer. Genau, ja. Also ich würde mir wünschen, dass das sowas mehr gemacht wird. Ja, einfach blöde Fragen so gescheit wie möglich zu beantworten, aber auch so lustig wie möglich. Ja. Nein, du bist ja liest du auch so den Webcomic regelmäßig? Oder relativ oft. Also in meinem Stream ist er. Ja, genau. Also kommt der Ton gut rüber irgendwie in diesem geschriebenen Form von. Ja, wobei ich hätte nie gedacht, dass der XKDD-Autor, also eine wissenschaftliche. Also ich habe schon gewusst, der ist irgendwie nerdig, aber nicht. Dass er so intensiv Physiker ist. Also das hätte ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Aber ich kann es sehr empfehlen und ich hoffe, irgendein 14-Jähriger, der sich wie ich in Physik irgendwie nicht sehr begeistert ist, weil er einen seltsamen Lehrer hat oder das Buch irgendwie fad ist, der kriegt das in die Finger und liest das und denkt, hoho, das ist eine ganz interessante Fragestellung und da kann man ja was machen. Ne? Das ist genussvoll natürlich, du da erklären, was passiert, wenn ein Blitz in dir einschlägt und so, also Sachen, die so einen leicht morbiden Overkill anschauen, das völlig unwahrscheinlich sind auch natürlich, aber zwischendurch hat schon Geistesblitze. Das ist einen klassischer Comicstrip, den habe ich so gerne, wo jemand so viel hämmernd auf der Tastatur vor der Tastatur sitzt und anscheinend seine Freundin so im Hintergrund sagt, naja, wann kommst du endlich zu Bett und geht schlafen. Ja. Er sagt, ich kann auch nicht, da hat jemand Unrecht im Internet. Und beantwortet anscheinend. Ja, muss man, das glaube ich, er selber. Ja. Auch nett fand ich immer sehr gut zum Thema von Standards. Es gibt irgendwie ein Problem und es gibt 14 Standards darum und dann sieht man so zwei Techniker sich unterhalten mit so, wir brauchen einen Standard, der alles abdeckt und der für alle da ist und im nächsten Panel, es gibt 15 Standards. Das sind so schöne Klassiker. Und jetzt nur mal ich habe jetzt wild auf irgendeiner Seite aufgeschlagen, also da ist die Überschrift Sparta und da steht als Fragestellung, in dem Film 300 haben die Krieger Pfeile gegen den Himmel geschossen und es sah so aus, als würden sie die Sonne verdunkeln. Ist so etwas möglich und wie viele Pfeile würde man brauchen? Ist ja jetzt, wenn du als Durchschnittskinogänger bist oder dann denkst du, ja, die
die Pfeile haben die Sonne verdunkelt. Ne? Und da versucht er das genau auszurechnen, wie müssen die Leute aufstellen, was für Art von Bogen müssen sie haben, wie müssen sie schießen, damit sich das wenigstens irgendwo ausgeht. Das ist eine Formel. Ja, mehrere Versuche, wo es halt immer nicht klappt. In der Mitte schon. Ja, das tritt noch immer nur 1,56% der Sonne. Und dann macht er auch so geile Grafiken, wo es halt immer die Sonne sieht und es genauso hell wie vorher. Ja, die Sonne ist halt nicht wirklich verdunkelt und so. Und, ja. Und da hat er jetzt also, die Lösung ist dann da, also man muss das irgendwie so ganz schlau machen, während die Sonne gerade aufgeht und untergeht, dass sie in einen ganz flachen Winkel einfällt und dann die Sonne die Pfeile senkrecht hochschießen, weil er sagt, es war ja nicht gefragt, dass die Pfeile auch die Feinde treffen, sondern nur, dass sie die Sonne verdunkeln und dann kannst du praktisch so einen kurzen Pfeilregen vor der Sonne machen, weil die Sonne halt ganz klein ist und nicht abstrahlt und dann kannst du wirklich merklich verdunkeln. Also aber ich finde, es ist okay. Es ist lehrreich und witzig und das ist ein sehr großes Kompliment, wenn du das schaffst. Ne? Mhm. Ja, und es ist ein Buch geworden. Also von daher. Es ist ein Buch und vor allem, man kriegt sehr viel Lust, die Webseite zu lesen, What If. Also. Mhm. Sehr gut. Ja, also ich habe, ich hätte zwar noch diese amerikanischen Zeichentrickserien da, aber ich glaube, die werde ich das nächste Mal einstellen. Mal? Okay. Ja. Wenn es wieder heißt. Genau, ich habe schon mal vor ein paar Folgen über Japanisch und mein Problem mit japanischen Zeichentrickserien gesprochen. Jetzt kann ich meine Probleme mit amerikanischen. Die sollen auch ihr Bett wegbekommen, bevor ich dann noch ein bisschen mehr. Du teilst gegen alle aus. Genau, richtig. Jörg, irgendwelche Neuigkeiten aus Graz oder von wukonic.com, kurz vor der Weltherrschaft? Es ist auch, glaube ich, über Graz gibt es nichts Großartiges zu sagen, außer dass vielleicht, es ja jetzt eine TEDx-Konferenz gibt, die erstmalig in Graz stattfindet, nachdem die TEDx-Konferenz ja schon in jeder Landeshauptstadt war. TEDx. Ja. Wann? Im November. Weißt du, aber wer dort ist und wie und was. Du bist nicht Redner. Nein, aber es kommt TEDx auch nach Graz und ja. TEDx ist halt für mich auch so ein bisschen Motivationsgeschichte, ab und zu mal bei TEDx reinschauen und sich von neuen Ideen beeinflussen lassen. Die meisten so einen kleinen positiven Touch haben, ne? Die meisten, also ich bin jetzt, also ich habe eben das ein bisschen vorgenommen, habe es mir durchgezogen, jeden Tag eigentlich eine TEDx-Geschichte anzuschauen. Ja, das ist immer eine sehr gute Form Schlafen gehen. Ja, und du hast immer irgendwie neue Ideen. Also das ist immer. Und du hast vor, auf die TEDx Graz zu gehen? Oder weil das ich bin heute kurz beim E-Mail-Lesen da drüber gestolpert und ich glaube, es sind zwei oder drei Speaker, die durchaus wirklich sehr renommiert sind. Und wie ist das auf TEDx? Musst du auch zahlen, eigentlich, Eintritt, wenn du reinkommst, ne? Du zahlst und TEDx steht ja, X ist ja diese Independent und die kann jeder organisieren. Und da gibt es ja auch eigentlich wie Sand am Meer, aber wie ich das letzte Mal hier in Wien war, die war wirklich legendär. Also, du warst auf so einer TEDx wie In Wien war ich mal, vor ein, zwei Jahren war das wohl. Und das war echt wirklich von früh bis spät. Du wirst mit Themen konfrontiert, die du sonst eigentlich nie am Radar hättest. Das ist eigentlich, du wirst gezwungen, die Sachen anzuhören. Und du sagst, die Speaker sind auch auf einem TEDx gut, also so wie du es von der TED-Webseite gewohnt bist, oder sind zum Teil dann auch Langweiler drauf, die ein bisschen langatmig sind? In Wien ist es gelungen, gute Leute anzuziehen. Ob das jetzt in Graz, in der Qualität passiert, mal gesehen, aber es gab es, glaube ich, schon in Salzburg, und sogar auch in Klagenfurt. Und die Speaker reden dann Englisch oder Deutsch? In Wien war es üblich, auf Englisch zu sprechen. Ja. Ich wüsste nicht, was in Graz passiert. Wahrscheinlich ist das sogar in den TEDx-Richtlinien drin, dass du auf Englisch machen musst. Es ist ja auch dann oft, dass diese Dinge auch wieder Open Source, ich weiß nicht, ob die Open Source sind. Also ist auch eine Sie werden Frage. Unter einer Creative Commons Lizenz gepublished von der TEDx-Website. Und es ist natürlich dann wenig spannend Also ich kenne keine TEDx-Konferenz. Umgekehrt ist die Frage, die auf Deutsch wäre, oder ich kenne keinen einzigen TEDx-Beitrag, der auf Deutsch wäre. Ja, das ist oder die ja nicht gesendet. Also kann man auf der TEDx-Website nachschauen, aber ich glaube sogar, dass es verpflichtend ist, dass es auf Englisch ist, weil sie den Content dann weltweit senden. Wollt, das einfach ist. Ja, du kannst, glaube ich, einen Audio-Track dann einen simultan Übersetzer drin anbieten. Wobei die größte Frage ist, und wenn es dann jeder anbieten kann, ob das dann irgendwann verwässert, weil dann kommt dann wirklich jeder und am Schluss... Nein, du musst dich den TEDx-Regeln unterwerfen, wenn du das TEDx nennst.
nennen willst. Ja, das ist nicht, dass dann eines Tages ein Versicherungsmakler dann seine Produkte anpreist und sagt, wie toll. Ja, da haben sie recht, so Linien, es soll, bla bla. Ja, aber das also, kann man alles freuen und hin und her. Und auch früher oder später kann es vielleicht zu einer Inflation kommen. Das ist wie bei all diesen Geschichten. Wobei, das sehe ich jetzt nicht so schlimm, weil es die TED-Webseite, die surfe ich auch ganz gern an, die hat ja ausgeklügeltes Voting-System und so, und da kannst du auch durchaus an da hast du immer drei Eigenschaften, die du jeden TED-Talk raten kannst. Ja. Ne? Und da kannst du sagen, war uninteressant oder long-winded oder so. Also du kannst dann, das halt also das, was sich raufgevotet wird, sollte aber auch... Aber klar, alles was sein. Offenheit, auch trotz Regeln oder so, wird sicherlich dann auch, kann dann auch missbraucht werden. Aber das muss man dann schauen, wie gut das rausgefiltert wird oder nicht. Ich erinnere mich nur an, ich habe mal die Story mitbekommen, dass jemand den Käsekreiner Wikipedia-Artikel editiert hat, weil da jemand reingeschrieben hat, er wäre nach einem sozialistischen österreichischen Politiker benannt worden, dieser Käsekreiner. Okay. Und warum Landes hat man Kreiner von Steiermark? Also der erstens ÖVP und zweitens. Nein, das weiß nicht, ob es nach diesem Umgang geding, aber es war nach einer. Also, das wurde dann ausgesprochen. Aber es wurden immer verändert. Ja. Wobei, TEDx Glas würde mich jetzt voll reizen, da würde ich mal runterfahren und. Ja, man erzählt auch, dass das kann im November und man müsste es einfach auch wieder gucken. Ich habe das ganz im Kopf. Also du gehst wahrscheinlich hin, oder? Wahrscheinlich, wenn mit drei oder vier Speaker ansprechen und ich sage, die Zeit ist gut investiert. Und wieder mal eine Gelegenheit, wo wir Biertaucher-T-Shirt vermissen. Das dann, wenn die TEDx-Kamera schwankt dann und wir global dann gehostet werden und dann wäre dann Biertaucher-T. Nein. Ach, ja. Ja. Ich glaube, wir sind irgendwie am Ende angelangt. Mhm. Oder mehr hat jemand von euch noch was? Mehr Zeit kann ich mir gar nicht mehr leisten, auf Auphonic zu rendern. Ich glaube, wir sind noch in einer Stunde 40 Minuten. Eine Webseite begrenzt unsere Redezeit. Okay, also ich werde mich sehr bemühen, dass diesmal der Podcast ein bisschen früher gehostet wird. Mhm. Und sonst einfach mal schauen auf dem Feed für Eilige, beziehungsweise auf YouTube. Ich werde das auch versuchen, stärker zu pushen. Na dann, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.